Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 20. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich begrüße Sie, unsere Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Medienvertreter sehr herzlich. Es wäre erstens mal sehr angenehm, wenn der lautstarke Pegel etwas zurückgefahren werden könnte. Das gilt auch für die Senatsbank. All denen, denen ich es noch nicht habe persönlich sagen können, ich wünsche Ihnen allen ein gesundes neues Jahr. Alles Gute und auf gute Zusammenarbeit in 2018. Bevor ich zum weiteren Verfahrensablauf komme, möchte ich Frau Anja Kofbinger von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum heutigen Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich zwei Mandatsänderungen in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bekannt zu geben. Frau Canan Bayram und Herr Stefan Gelper haben ihr Abgeordnetenmandat mit Ablauf des 31. Dezember 2017 niedergelegt. Frau Daniela Billig ist mit Wirkung vom 5. Januar 2018 für Frau Canan Bayram nachgerückt. Herzlich willkommen auf gute Zusammenarbeit. Frau Nicole Ludwig ist ebenfalls mit Wirkung vom 5. Januar für Herrn Stefan Gelper nachgerückt. Erneut herzlich willkommen auf gute Zusammenarbeit. Sie kennen ja das Geschäft hier schon und dann können Sie nahtlos anschließen. Ich habe nur noch Geschäftliches mitzuteilen. Am Montag sind folgende 6 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der SPD zum Thema Entwicklungen im Justizvollzug. Antrag der Fraktion der CDU zum Thema Tage der offenen Türen der Berliner Justiz. Berlin fehlt auch ein Justizsenator. Antrag der Fraktion Die Linke Entwicklung im Justizvollzug sowie ein gleichlautender Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ein Antrag der AfD-Fraktion zum Thema endlich Konsequenzen ziehen aus der Kriminalstatistik, ausländische Straftäter abschieben und ein Antrag der FDP zum Thema 1 Milliarde mehr für den BER, kaum Personal in der Justiz. Herr Müller, nutzen Sie Ihre Richtlinienkompetenz richtig. Die Fraktionen haben sich auf die Behandlung des Antrags der Fraktion CDU, Tag der offenen Türen der Berliner Justiz, Berlin fehlt auch ein Justizsenator, verständigt, sodass ich dieses Thema gleich für die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufe. Die anderen Anträge auf Aktuelle Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Ich möchte dann auch mitteilen, dass keine dringlichen Tagesordnungspunkte vorliegen. Ich darf aber auf die Ihnen vorliegende Konsensliste hinweisen und stelle fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Die Konsensliste ist damit so angenommen. Für die heutige Sitzung sind Herr Senator Kolatz ganztägig und Frau Senatorin Lomscher ab 17.30 Uhr wegen eines Grußwortes beim Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg entschuldigt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1. Aktuelle Stunde zum Thema Tage der offenen Tür in der Berliner Justiz. Berlin fehlt auch ein Justizsenator auf Antrag der Fraktion der CDU. Für die Besprechung der Aktuellen Stunde steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung, die auf 2 Redebeiträge aufgeteilt werden kann. In der Runde der Fraktionen beginnt die CDU und Herr Kollege Rissmann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 4 Fraktionen haben für die heutige Aktuelle Stunde die Geschehnisse in der JVA Plötzensee seit dem 28. Dezember des letzten Jahres angemeldet. Und auch die Sitzung des Rechtsausschusses gestern hat die Notwendigkeit der Anmeldung dieses Themas bestätigt. Der Hollywood-reife Ausbruch aus der JVA Plötzensee und die nachfolgenden Verwirrungen um weitere entwichene Strafgefangene haben Berlin wieder einmal Deutschland, ja offenbar sogar europaweit bekannt gemacht. Aber nicht so, wie wir es uns wünschen würden im Sinne eines positiven Marketings, sondern ganz auf der Liste der bekannten Peinlichkeiten liegend vom BER bis zur Landespolizeischule. Und dann haben wir einen Justizsenator, der nicht etwa sofort handelt, informiert und vor allem
den Menschen das sichere Gefühl gibt, das sichere Vertrauen gibt, dass der Staat funktioniert, sondern es braucht erstmal einige Zeit, bis endgültig klar ist, wie viele Strafgefangene eigentlich nun verschwunden sind. Und dann wird relativiert. Es handle sich ja nur um Ersatzfreiheitsstrafe. Es seien ja nur Gefangene, die sowieso bald entlassen würden oder im offenen Vollzug sind. Ich muss Ihnen sagen, außerhalb von Kreuzberger grünen Basisgruppen versteht diese Logik kein Mensch. Denn welche Funktion haben denn unsere Gefängnisse, wenn da scheinbar vieles, womöglich sogar alles möglich ist, vom Aufflexen von Betonwänden durch Strafgefangene bis hin zu SMS-Nachrichten von verurteilten Mördern an Anstaltsleiter, man komme dann heute einfach mal nicht zurück in die JVA. Das ist ein verheerender Eindruck und Berlin bräuchte einen Justizsenator, der klar und unmissverständlich für die Durchsetzung, für die Vollstreckung und für den Vollzug von Recht steht und nicht jemand, der den Eindruck von Staatsversagen auch noch befördert. Um die zu erwartenden weiteren Relativierungen oder um diese zu antizipieren, will ich ganz klar sagen, wir sind uns alle einig, dass es bei einem rechtsstaatlichen Strafvollzug, für den wir alle stehen, nie ganz ausschließbar ist, dass es zu Entweichungen kommt. Das gab es immer und das wird es auch in Zukunft wohl leider geben und auch nicht nur in Berlin. Ein Justizsenator steht aber dann zu Recht unter Druck und seine Eignung für das Amt wird dann zu Recht in Frage gestellt, wenn er mit solchen Vorkommnissen nicht offen und transparent umgeht oder Zweifel daran bestehen, dass er das richtige Problembewusstsein und daraus ableitend eben auch die richtige Schwerpunktsetzung trifft. Über die Informationspolitik des Senators, die mehr Fragen als Antworten hinterlässt, haben wir gestern im Rechtsausschuss nahezu 3 Stunden geredet und das Thema nicht abschließen können. Über die falsche Schwerpunktsetzung haben wir in der letzten Plenarsitzung sprechen müssen im Rahmen der Haushaltsberatungen. Und es bleibt eben dabei und zeigt sich, dass Schweinemastbetriebe, Unisex-Toiletten, die Aushebelung der staatlichen Neutralität an unseren Schulen durch das von Herrn Behrendt geplante Erlauben des Tragens des islamischen Kopftuchs durch Lehrerinnen, der personal- und kostenintensive Aufbau der grünen Fantasiebehörde namens Antidiskriminierung eben nicht die richtigen Schwerpunkte eines Justizsenators sind. Da wird versucht, und die Aufregung hier zu meiner Linken zeigt, dass das wohl stimmt, einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung, der fundamental grün eingestellt ist, einen Gefallen zu tun, was Schönes zu tun. Das objektiv Notwendige und das sachlich Gebotene ist es jedenfalls nicht. Und dann kommt ein bemerkenswerter Umstand dazu, der noch deutlicher macht, dass Herr Behrendt nicht der richtige Justizsenator ist. Seine Verteidigungsstrategie ist, zu vermitteln, dass eigentlich andere verantwortlich seien, nämlich seine Vorgänger. Er sagt, mit 249 Stellen, so die Behauptung von Herrn Behrendt, im gesamten Justizbereich sei der größte Personalaufwuchs seit der Wende erfolgt. Und das sei natürlich nicht von alleine gekommen, sondern weil er die Notwendigkeiten gesehen habe. Zu den Tatsachen. Im Justizvollzug baut der rot-rot-grüne Senat Stellen ab. Und es ist für jeden unmittelbar prüfbar und nachlesbar. Jeder kann es nachlesen. Hier ist die Stellenübersicht zum Haushaltsplan 2018-2019, Einzelplan 06, Seite 411. Und wenn Sie dort die Anzahl der ausgewiesenen Vollzeitäquivalente addieren, also der Mitarbeiter in den einzelnen Haftanstalten vom Kapitel 661 bis zum Kapitel 0672, dann ergibt sich folgendes Bild. 2011, 2846,87 Vollzeitäquivalente, also Mitarbeiter in den Justizvollzugsanstalten, der Jugendstrafanstalt und der Jugendarrestanstalt. Das ist der Haushalt, den Behrendt übernommen hat von der Großen Koalition. Dann kommt 2008 der Haushalt des Justizsenators, der behauptet, die Probleme erkannt zu haben und für Stellenaufwuchs gesorgt zu haben.
2018 2840,27 Vollzeitäquivalente, also Mitarbeiter. Das sind mehr als 6 Mitarbeiter weniger in dem Haushalt von Herrn Behrendt. Und im Jahr 2019 sind es 2841,27 Vollzeitäquivalente, also mehr als 5 Mitarbeiter weniger im Vergleich zum Jahr 2017. Es findet einen Stellenabbau im Bereich der Justizvollzugsanstalten statt. Das ist die Wahrheit. Dirk Behrendt steht für Abbau von Sicherheit in den Haftanstalten. Und wie ist das eigentlich vereinbar mit den Aussagen des Senators, die er angesichts der Fluchten doch getroffen hat? Er wollte uns doch vermitteln, er habe das Problem erkannt und mehr Personal durchgesetzt. Mehr Personal durchgesetzt hat er womöglich im Bereich der Antidiskriminierung, aber nicht in den Justizvollzugsanstalten. Und darum muss auch gerade vor diesem Hintergrund und gerade vor dieser eben aufgezeigten Entwicklung doch die Frage gestellt sein müssen, ob er der richtige Justizsenator ist. Und es ist ja nicht nur so, dass im klassischen Rollenspiel Regierung und Opposition das hier formuliert wird, sondern es gibt ja relevante Kollegen aus einer Regierungskoalition, die im Bereich Inneres und Recht bewandert und seit Jahren tätig sind, die da auch ihre Bedenken haben. Und darum mache ich der Koalition einfach einen Vorschlag. Entlassen Sie Herrn Behrendt als Justizsenator. Meinetwegen kann er Senator für Antidiskriminierung ja bleiben, wenn es Ihrem Koalitionsfrieden dient. Ja, da würden Sie ihm wahrscheinlich auch noch einen Gefallen mit tun, weil er dann diese unliebsamen Themen nicht mehr behandeln müsste, die für den Fundi Grünen besonders unangenehm sind, Recht durchsetzen zu müssen in den Haftanstalten, sondern dann kann er sich mit dem grünen Kokolores beschäftigen. Und Sie würden nicht nur ihm damit einen Gefallen tun, sondern Sie würden der Berliner Justiz einen Gefallen tun. Sie würden der Berliner Justiz damit sogar einen Dienst erweisen. Ich danke Ihnen. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Kohlmeier das Wort. So viel Freude. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch von mir ein gesundes neues Jahr. Und ich freue mich auf viele gute Beschlüsse und niveauvolle Debatten, die wir hier in diesem Haus führen. Und deshalb möchte ich meine Ausführungen zur Aktuellen Stunde in 3 Komplexe fassen. Erstens, was ist passiert? Zweitens, wer trägt die Schuld dafür? Und drittens, welche Konsequenzen muss das geben? Was ist passiert? Kollege Rissmann hat es ja gerade dargestellt, ein Ausbruch von 4 Häftlingen aus der JVA Plötzensee und weitere 5 Ausbrüche aus dem offenen Vollzug. Und ja, auch meine Oma aus Torgau fragte mich am Telefon, was ist da eigentlich bei euch in Berlin los? Es gibt viele Fragen über die Häufung der Fälle und natürlich über das Wie. Und der Rechtsausschuss hat letzte Woche Donnerstag versucht, sich die Örtlichkeit dort anzuschauen und auf die eine oder andere Frage Antworten zu bekommen. Und insofern hat der Justizsenator natürlich völlig recht, wenn er gestern sagt, auch er hat noch Fragen und auch er hat noch offene Fragen. Tatsächlich fragen wir uns, warum 4 Personen dort fast 2 Stunden lang flexen, hämmern, arbeiten können, ohne dass es jemand merkt in so einem Heizungsraum. Natürlich, die Frage ist jetzt insofern nicht überraschend. Wir haben ja auch einen Fragenkatalog eingereicht. Also daher wundert mich, dass es jetzt Applaus gibt von der Seite. Aber vielleicht ist das noch alte Liebe. Herzlichen Dank, liebe Kollegen von der CDU. Natürlich fragen wir uns, warum war der Heizungsraum offen? Wurde das möglicherweise vorbereitet? Ist das über mehrere Tage entsprechend gelaufen? Und natürlich die politische Frage, die auch dahinter steht, wie ist die Personalsituation an diesem Tag gewesen? Und warum fällt es keinem auf, weder in der Werkstatt noch in der Alarmzentrale, dass da 4 Personen ausbrechen? Und diese Fragen, und da hatte ich gestern das Gefühl, dass wir das im Rechtsausschuss tatsächlich seriös miteinander diskutieren wollen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und es ist klargestellt worden, dass hier auch Disziplinarverfahren eingeleitet wurden. Und auch eins möchte ich hier deutlich sagen. Natürlich dürfen Entweichungen aus dem offenen Vollzug nicht passieren, weil der offene Vollzug natürlich nicht offen im Sinne von, da kann jeder sich frei bewegen und rein und rausgehen ist, sondern der offene Vollzug ist eine Vollzugsform. Insofern ist tatsächlich das, was hier passiert ist, der größte anzunehmende Betriebsunfall. Und ich habe es gestern schon gesagt, es hat sich das klassische Berufsrisiko eines Justizsenators verwirklicht. Gefangene hauen ab. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Wer trägt die Schuld dafür? Die Opposition hat diese Frage sofort beantwortet und auf den Justizsenator gezeigt. Er habe Schuld, er muss zurücktreten.
Und auch mein Fraktionskollege Joschka Langenbrink hat getwittert, wer will noch mal, wer hat noch nicht, das wäre eigentlich ein Rücktrittsgrund für einen Justizsenator. Ich sage hier ganz deutlich, für die SPD-Fraktion, ich hätte das so nicht getwittert. Und meine Auffassung ist auch, die Ausbrüche aus der JVA sind kein Rücktrittsgrund für den Justizsenator. Es gibt, Sie können sich ja noch gerne melden, Herr Melzer, es gibt wegen der Ausbrüche natürlich nichts zu beschönigen. Und ich stelle mich hier auch nicht hin und sage, dass die Anstaltsleitung, die Justizverwaltung und der Justizsenator hier den besten Job der Welt gemacht haben. Aber zur Ehrlichkeit zählt halt auch dazu, dass der Justizsenator hier ein schweres Amt geerbt hat. Und ich komme nachher nochmal zu dem früheren Justizsenator. Der hat hier halt auch nicht nur ein ordentliches Amt überlassen, was man mal eben so weiterführt, sondern der hat hier viele Missstände hinterlassen. Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Einen Fehler zu machen ist nicht falsch. Wir alle lernen aus Fehlern. Das trifft halt auch auf Mitarbeiter im Vollzug genauso zu wie für den Justizsenator, wie auch für mich. Und ich stelle hier fest, der Justizsenator hat hier im Hinblick auf die Ausbrüche keinen Fehler gemacht und deshalb muss er auch nicht zurücktreten. Es gab eine Zwischenfrage. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Woldeit von der AfD? Gerne. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege Kohlmeier. Sie sprachen gerade von einem großen Betriebsunfall. Das finde ich auch von der Wortwahl her ein bisschen kritisch. Und Sie sprachen von Schuld. Das sehe ich nicht so. Ich spreche von Verantwortung. Sehen es Sie es nicht auch so, dass ein Justizsenator die Verantwortung trägt, wenn diese Art von Gefängnisausbrüchen so geschehen ist, wie sie geschehen sind? Lassen Sie sich nicht von Zwischenrufen irritieren. Der Mikrofon, ja, habe ich. Also die Kollegin Kapek hat es ja gerade richtig gefragt. Und die Frage zur Verantwortung können wir gerne mal hier miteinander diskutieren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD-Fraktion. Dann sind Sie tatsächlich verantwortlich für alles, was Ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Landtagen und im Bundestag twittern, sagen und so weiter. Die Frage können Sie nicht ernst gemeint haben. Und dann schön auch aus der... Gucken Sie mal an, schön aus der letzten Reihe noch ein bisschen rumpöbeln und so weiter und so fort. So viel zur Verantwortung und die müssen sich dann auch zurechnen lassen, lieber Kollege Woldeit. Und ich würde jetzt erstmal keine Zwischenfrage machen, weil die letzte war ja noch nicht so qualifiziert. Insofern würde ich gerne weiter ausführen wollen. So, jetzt hat wieder der Kollege Kohlmeier das Wort. Da hat der Präsident recht. Ich möchte erinnern, und zwar an den Ausbruch 2014 unter dem Kollegen Heilmann. Und er stellte sich hin und sprach von sportlichen Leistungen der Gefangenen. Und ich sage hier ganz deutlich, das war ein deutlicher Fehlgriff des Senators, den wir hier nämlich mit Justizsenator Behrendt gerade nicht erlebt haben. Und vielleicht hat die Justizverwaltung in den letzten Tagen, Kollege Rissmann hat es ja angesprochen, hat mich dazu auch geäußert, vielleicht nicht die beste Performance abgeliefert. Aber wir alle wissen doch, wie das ist mit der Performance. Und da ich ja bekanntermaßen mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU gut befreundet bin, kann man unter Freunden auch mal einen Spiegel vorhalten zur Performance. Zur Performance der Senatorinnen und Senatoren der letzten Legislaturperiode. Der Senator, was macht der eigentlich beruflich? Herr Henkel, wie war denn die Performance von ihm? Der Kollege Heilmann, den ich schon erwähnt habe, wie er mit einem Ausbruch ausgeht und er offenbar auch noch andere Spielwiesen hat, die zumindest möglicherweise mit dem Justizbereich zu tun hat, wenn man die Bild-Zeitung heute richtig liest. Und wir haben den Super Mario Char, der neue Star am CDU-Himmel, und wir alle kennen seine Performance. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns hier und den Justizsenator seine Arbeit machen. Jedem Mitglied in diesem Haus ist die Situation im Vollzug bekannt und wir ändern diesen. Rot-Rot-Grün hat es mit den letzten Haushaltsberatungen geschafft, dass 249 neue Stellen im Bereich des Justizsenators geschaffen werden und 38 zusätzliche Stellen im Justizvollzug. Es gibt einen Gesundheitspakt für den Justizvollzug und wir verbessern die Entlohnung unserer Beamten und Beschäftigten. Und da muss ich deutlich mal sagen, wir müssen alle mal die Kirche im Dorf lassen. Justizsenator Behrendt sind keine persönlichen Verfehlungen vorzuwerfen und deshalb sind die Rücktrittsforderungen auch zurückzuweisen.
Drittens, welche Konsequenzen muss es geben? Wie gerade dargestellt, keine persönlichen. Und natürlich, zweitens, müssen die Fragen, die hier offen sind, noch beantwortet werden. Warum konnten 4 Häftlinge trotz Bewachung und trotz Videokameras am helllichten Tage ausbrechen? Wir werden diese Frage im Rechtsausschuss beantworten und besprechen. Und wie ich den Justizsenator richtig verstanden habe, hat auch er da noch die offenen Fragen und auch er ein Interesse natürlich, dass diese Fragen beantwortet werden, weil wir daraus politisch ableiten, was wir möglicherweise tatsächlich ändern müssen. Diese Koalition wird natürlich die noch unbesetzten Stellen, und zwar die noch unbesetzten 200 Stellen im Justizvollzug, besetzen. Wir können, und das zählt auch zur Ehrlichkeit dazu, da nicht zaubern. Aber wir sind auf einem guten Weg, die Lücke, die hinterlassen wurde, zu schließen. Und ich bekenne mich auch ganz deutlich hier zu einem modernen Strafvollzug. Und ein moderner Strafvollzug heißt für mich, dass wir die Menschen nicht einfach wegsperren. Natürlich. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Seibel? Sehr gerne. Lieber Kollege Kohlmeier, fühlen Sie sich denn vom Justizsenator gut informiert über die Ausbrüche? Und können Sie mir denn erklären, wann eigentlich wer aus welchem Vollzug wie abhanden gekommen ist? Bitte schön, Herr Kohlmeier. Wird es jetzt angerechnet auf meine Redezeit, wenn ich die ausführliche Frage mit beantworte? Nein, Sie haben jetzt die Möglichkeit zu antworten. Okay, auf die bis 19 Uhr, Dankeschön. Also zur ersten Frage, zur Information. Eine Minute kriegen. Was denn jetzt, 3 oder 1? Eine Minute. Also, die Frage zur Informationspolitik. Auch dazu habe ich mich ja entsprechend geäußert, Kollegin Seibelt, und habe gesagt, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, dass der Rechtsausschuss und auch die Mitglieder des Abgeordnetenhauses hier anders informiert werden. Aber ich sage auch das, was ich gestern im Rechtsausschuss gesagt habe und wo Sie nicht dabei waren. Natürlich kann auch ein Justizsenator mal eine Sache anders machen, als ich sie vielleicht gemacht hätte. Das mache ich ihm persönlich überhaupt nicht zum Vorwurf. Und natürlich sind die Menschen, die hier arbeiten, und auch der Kollege Behrendt, in einem Amt, welches schwierig auszuführen ist und welches wir beide möglicherweise nicht übernehmen wollen würden. Und ich wüsste nicht, ob wir beide hier 100% abliefern würden von dem, was der Erwartungsmaßstab ist, den Sie hier ansetzen. Insofern mache ich daraus, dass möglicherweise ich zu wenig informiert wurde, dem Justizsenator persönlich keinen Vorwurf und würde daraus auch keinen Rücktritt fordern. Mit den Ausbrüchen, wie viele Personen es war, das kann der Justizsenator bestimmt gleich beantworten. Das fing am 28.12. an mit 4 Personen und dann die weitere Historie kann er entsprechend darstellen, auch wer wann wieder zurückgekommen ist. Diese Koalition, habe ich gerade gesagt, wird die Stellen besetzen, und ich habe auch gesagt, dass ich einen modernen Strafvollzug möchte. Und natürlich muss man mal auch dazu sagen, ein moderner Strafvollzug heißt auch, dass wir resozialisieren. Und die Resozialisierung hat, und das hat der Kollege Rissmann ja auch gesagt, immer das Risiko, dass dort auch einmal einer entsprechend ausbricht. Es darf nicht passieren, es soll nicht passieren, aber es kann passieren und es wird möglicherweise wieder passieren. Und eine Demokratie muss sich natürlich daran messen, wie sie mit ihren Gefangenen umgeht. Und ein moderner Strafvollzug, der braucht klare Regeln. Ein moderner Strafvollzug braucht, und da ist meine Auffassung, auch liberale Regeln, damit wir die Menschen wieder resozialisieren. Und ein moderner Strafvollzug braucht nicht, dass wir Menschen wie Tiere wegsperren, damit sie da überhaupt nicht mehr rauskommen. Diese Koalition steht zu den Verbesserungen im Justizbereich und diese Koalition steht auch zu dem Justizsenator. Und ich bin zuversichtlich nach den Diskussionen der letzten Woche oder der letzten Wochen, dass der Justizsenator hier seine Prioritäten auch deutlich auf den Justizbereich setzt und dass er die Herausforderungen im Justizbereich auch anpackt. Ich wünsche mir als Konsequenz aus dieser Debatte, dass wir uns ja auch alle immer wieder mal bewusst machen, warum wir hier eigentlich sitzen. Wir sitzen hier nicht für den kurzweiligen politischen Klamauk. Und das gilt auch für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Ihre Zwischenfrage hat es doch völlig deutlich gezeigt, worauf Sie aus sind. Der Wähler hat uns den Auftrag erteilt, Politik für Berlinerinnen und Berliner zu machen. Und wir haben hier selbstverständlich unterschiedlichste Politikansätze. Und doch eint uns doch möglicherweise eins, hoffentlich alle, dass wir diese Stadt lieben, dass wir diese Stadt so lieben mit allen Ecken und Kanten und dass wir daran arbeiten, diese Stadt jeden Tag etwas besser zu machen. Und Rot-Rot-Grün macht diese Stadt jeden Tag etwas besser. Nicht immer sofort und nicht immer so schnell, wie es möglicherweise sein soll, aber wir machen diese Stadt besser. Und zu guter Letzt, wollen Sie doch kurz zuhören oder wollen Sie zwischenquatschen? Und zu guter Letzt möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vollzug meinen Respekt und meinen Dank aussprechen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug arbeiten in einer äußerst schwierigen Umgebung mit einem sehr schwierigen Klientel. Und sie sorgen jeden Tag dafür,
dass wir vor Straftätern geschützt sind. Und dafür möchte ich herzlichen Dank sagen. Für die AfD-Fraktion hat jetzt Herr Wallender das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf der Tribüne, auch ein frohes, gesundes neues Jahr von meinerseits. Die Berliner Justiz unter der Leitung von Herrn Justizsenator Dr. Berund führt mal wieder die unrühmlichen Schlagzeilen in der Hauptstadt an. Dieses Mal sind es die JVAs, insbesondere die JVA Plötzensee, aus der innerhalb von kürzester Zeit mehrere Gefangene sowohl aus dem geschlossenen als auch aus dem offenen Vollzug entweichen konnten. Ich durfte diese Meldung sogar bei BBC im Radio hören. Berlin ist mal wieder die Lachnummer der gesamten Welt. Letzten Donnerstag konnten wir als rechtspolitische Sprecher der Abgeordnetenhausfraktion uns ein eigenes Bild vor Ort mit der Anstaltsleitung und dem Justizsenator machen. Unser besonderes Augenmerk lag da natürlich auf der Werkstatt und dem Teil des geschlossenen Vollzuges. Einige Fragen blieben zu diesem Zeitpunkt noch offen und wurden mit Hinweis auf polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen auch nicht beantwortet. Die Hausleitung und der Justizsenator konnten zu diesem Zeitpunkt nicht einmal sagen, wegen welcher Straftatbestände und gegen wen denn überhaupt ermittelt wird. Das hat sich dann gestern im Rechtsausschuss ein wenig geändert. Zu kritisieren bleibt allerdings, dass ein interner Bericht, der an den Senat gerichtet war von dem Justizsenator, an die Morgenpost weitergegeben wurde und nicht an die rechtspolitischen Sprecher hier im Abgeordnetenhaus. Das ist wirklich eine Schande in der Informationspolitik gegenüber dem Parlament. Ich frage mich jetzt vor allen Dingen, ob ich bei der Morgenpost vielleicht mal anrufen soll. Vielleicht geben die mir ja den Bericht. Mal gucken. Denn wenn man... Aber schauen wir uns jetzt das Bild vor Ort an. Die Umstände dort sind äußerst mysteriös. Um ehrlich zu sagen, Pleiten, Pech und Pannen fassen es ganz gut zusammen. In der Werkstatt sollen rund 7 Wärter regelmäßig eingesetzt sein und auf um die 20 Gefangenen aufpassen. Am Tag des Ausbruchs waren allerdings nur 3 Wärter überhaupt vorhanden. Das ist schon mal eine Unterbesetzung. Der Rest war krank oder im Urlaub. Auch weitere Ungereimtheiten bleiben bestehen. Besondere Arbeitsgeräte wie die beiden Flexen, der Vorschlaghammer und die Hydraulikpresse werden eigentlich nur für besondere Arbeiten herausgegeben und normalerweise werden diese Arbeiten unter Anleitung auch überwacht. Normalerweise. Stattdessen wurden diese Werkzeuge für den Ausbruch benutzt. Fragen bleiben auch offen bezüglich des Heizungsraums. War die Tür zum Heizungsraum nicht abgeschlossen? Nein, war sie nicht. Warum nicht? Wissen wir nicht. Wie konnten die Gefangenen die Gitter zum Lüftungsschacht ungestört abmontieren, eine Stahlstrebe zerflexen sowie Betonstücke heraushämmern? Das Ganze hat weit über eine Stunde gedauert und niemand will irgendetwas bemerkt haben. Auch schön ist die Frage, woher wussten die Gefangenen von dem Lüftungsschacht im Heizungsraum? Dieser ist nur von außen einsehbar oder wenn man Kenntnis über den Lageplan des Gefängnisses hat. Warum wurde erst eine halbe Stunde, nachdem der Ausbruchsplan von einem Gefangenen gemeldet wurde, vom Leiter der Kfz-Werkstatt Alarm gegeben? Warum konnten die beiden Wachleute in der Alarmzentrale, welche die Kameras im Außenbereich Wert zu haben scheinen. Man könnte jetzt natürlich sagen, Fehler passieren, kein Gefängnis der Welt ist zu 100% ausbruchssicher. Die Situation in Berlin lässt sich aber nicht alleine darauf zurückführen. Ich weiß, ich fange an, mich langsam zu wiederholen, aber die Ursache und die politische Verantwortung für diese Missstände liegen beim Justizsenator selbst. Dieser setzt seine Arbeitsschwerpunkte, sein Augenmerk und seine kostbare Arbeitszeit im vergangenen Jahr auf komplett nebensächliche Problemfelder. Wichtig sind ihm der Kampf gegen Rechts, Gefängnisrestaurants, Unisex-Toiletten, die Schweinezucht, Internet und Tablets für Gefangene in Haftanstalten sowie der Ausbau des offenen Vollzugs sowie umfassende Resozialisierung, wir haben es ja auch gerade gehört, von Gefangenen innerhalb der Haft, die nach Möglichkeit einen Unterschied zwischen Freiheit und Haft nicht mehr erkennen lässt. Nicht ganz so wichtig sind ihm hohe Einstellungszahlen von Verfahren bei den Staatsanwaltschaften, die überlasteten Verwaltungsgerichte, ausreichendes
Personal beim Justizvollzug, gute Bezahlung im Justizwesen, Respekt von potenziellen Straftätern vor Justiz- und Haftstrafen sowie gesicherte Haftanstalten, aus denen man nicht flüchten kann. Fazit: Der Justizsenator ist nach über einem Jahr Amtszeit bereits gescheitert. Seine Entschuldigungsversuche, dass der vorherige Justizsenator auch bereits schuld an den Missständen sei, ist nur ein Ablenkungsmanöver von den eigenen Unzulänglichkeiten. Wie reagiert denn der Bürgermeister Müller und der Senat auf diesen Fall? Er tut, was er immer tut: Relativieren, ausweichen. Es wird eine kleine Rüge ohne jegliche Konsequenzen erteilt. Politische Verantwortung wird wie üblich nicht übernommen. Die Senatorin für Integration und Arbeit und Soziales, Frau Breitenbach, sagte vorgestern, Herr Dr. Behrendt habe sich von Anfang an sehr bemüht, die Hintergründe zu erklären. Jeder, der mal ein Arbeitszeugnis gelesen hat, in dem steht, der Mitarbeiter war stets bemüht, kann sich also ungefähr ausmalen, wie man die Arbeit des Justizsenators zu bewerten hat. Dieser Justizsenator kann keine Verantwortung übertragen werden. Ich habe aber noch eine These, warum der Bürgermeister an Herrn Dr. Behrendt festhält. Die Personaldecke bei Rot-Rot-Grün für qualifiziertes Personal ist derart dünn, und das hat auch Herr Kohlmeier ja eben gerade selbst ausgeführt, dass sie niemanden haben, der einen hochkomplexen Justizapparat effektiv gestalten, leiten oder führen könnte. Und dass selbst wenn also Herr Dr. Behrendt zurücktreten würde, Sie gar keine Alternative hätten. Sie haben es ja auch selbst gesagt, Sie würden es auch nicht machen wollen. Niemand würde es bei Ihnen machen wollen. Das ist doch ein Armutszeugnis. Das ist doch eine Kapitulationserklärung. Berlin wird von unfähigen Traumtänzern und Amateuren regiert, die außer blumige Floskeln wenig zu bieten haben. Ich kann den Berliner Wähler nur beknien, dass er Ihnen dafür bei der nächsten Wahl eine klare Quittung erteilen wird. Bis dahin haben wir allerdings als AfD-Fraktion noch klare Forderungen an den Justizsenator. Natürlich erstmal wäre Zurücktreten ganz gut, aber das erwarten wir schon gar nicht mehr. Also erstens, die Gefangenen, die aus dem offenen Vollzug entwichen sind oder der Haft ferngeblieben sind, müssen aufs Schärfste mit Disziplinarmaßnahmen belegt werden und unverzüglich in den geschlossenen Vollzug verbracht werden. Zweitens, Haftbereiche wie Werkstätten und andere Bereiche, in denen Gefangene sich außerhalb ihrer Zellen frei bewegen können, in denen aufgrund von Krankheit oder Stellenunterbesetzung nicht die Sollstärke von Wärtern erreicht werden kann, sind unverzüglich zu schließen, bis die Missstände behoben sind und so lange nicht zu betreiben. Drittens, sollten die Haftanstalten des geschlossenen Vollzugs räumlich nicht mehr ausreichen, so fordern wir den Neubau eines weiteren modernen Hochsicherheitsgefängnisses in Berlin. Viertens, die Kameraüberwachung im Außenbereich muss zwingend flächendeckend alarmgesteuert sein. Andernfalls sind die Wachtürme wieder in Betrieb zu nehmen. Fünftens, restlose Aufklärung der Vorfälle, insbesondere gerade auch eine straf- und disziplinarrechtliche Prüfung gegenüber der Anstaltsleitung und möglicher Versäumnisse innerhalb der Anstalt. Und zu guter Letzt, regelmäßige Berichte über den Fortschritt im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses und nicht gegenüber der Morgenpost. Also, dann frisch ans Werk, hopp hopp, wir wollen Ergebnisse sehen, denn sollten sie nicht erfolgen, werden wir unsere Rücktrittsforderung gegen den Justizsenator aufrechterhalten und wir haben noch andere Mittel, um die Missstände im Justizbereich aufzuklären, sollte dies erforderlich werden. Ich denke da in etwa auch an einen Untersuchungsausschuss. Sie sind jetzt in der Pflicht zu liefern, das sind Sie auch den Berlinern schuldig. Und wir werden das begleiten und beobachten und natürlich öffentlich machen. Machen Sie sich gar keine Sorgen. Wir sind als Opposition hier und da und wir sind präsent und wir hauen Ihnen auf die Finger. Vielen herzlichen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt der Kollege Schlüsselburg das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Wir werden unmittelbar untersuchen und dann kurz-, mittel- und langfristig umsetzen, wie wir die Sicherheitsstandards verbessern können, wie wir Systeme und Abläufe untersuchen, wie wir die Bedingungen für die Mitarbeiter und die Führungskultur untersuchen und gegebenenfalls verbessern.
Die Abläufe des Ausbruchs wirken kurios und erfordern die Befassung der Verantwortlichen in der Verwaltung, aufzuklären, wie dies geschehen konnte. Im Kern geht es um eine Prüfung, ob die Sicherungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt grundsätzlich ausreichend sind. Meine Damen und Herren, diese Sätze stammen nicht von mir, sondern das erste von Ex-Senator Heilmann am 22. Mai 2014 in der Fragestunde hier im Hause zu dem damaligen Ausbruch aus der JVA Moabit und das zweite von Kollegen Rissmann, CDU, in der Sitzung des Rechtsausschusses am 28. Mai 2014 zum selben Thema. Und werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dieses Maß an Sachlichkeit und Differenzierung habe ich mir nicht nur heute, sondern auch in den vergangenen Tagen gewünscht und vermisst. Sie haben stattdessen tief in die Mottenkiste billigster Oppositionspolemik gegriffen und von Tagen der offenen Tür gesprochen und den Rücktritt des Justizsenators gefordert. Damit haben Sie zwei Dinge getan. Sie haben gezeigt, dass Ihnen sachliche und konstruktive Oppositionsarbeit offensichtlich völlig egal sind. Es geht Ihnen nur darum, Krawall zu machen und sich mit der AfD einen demagogischen Wettbewerb an den Stammtischen zu liefern. Das ist natürlich Ihr Recht, aber ich sage Ihnen, es ist erbärmlich für eine bürgerliche Partei, die versucht, Oppositionsführerin zu sein. Sie senken das Debattenniveau, dass man sich nur noch schämen kann. Und Sie machen damit noch eine zweite Sache. Sie sorgen mit dafür, dass in der Öffentlichkeit immer weniger unterscheidbar wird, welche Vorgänge echte Sicherheitsrisiken sind, die wir abstellen müssen, und welche Vorgänge keine ernstlichen Risiken darstellen. Liebe CDU, ich kann Ihnen nur den gut gemeinten Rat geben, kehren Sie zurück zu einer sachlichen Oppositionsarbeit. Und jetzt, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich gern dem Krawall und Klamauk der Opposition ein wenig Sachlichkeit entgegensetzen. Zur Sachlichkeit gehört zuerst, dass wir vernünftig differenzieren. Damit scheitern Sie bereits in der reißerischen Überschrift Ihrer Aktuellen Stunde, und zwar auch gleich doppelt. Sie sprechen von Tagen der offenen Tür in den Haftanstalten. Wenn wir uns den eigentlichen und schwerwiegenden Ausbruch der vier Gefangenen aus der Kfz-Werkstatt ansehen, liegen Sie schon mal sprachlich falsch. Oder ist für Sie der Ausbruch mit einer Flex durch einen 30 x 70 cm vergrößerten Lüftungsspalt eine offene Tür? Und was die übrigen Entweichungen aus dem offenen Vollzug angeht, ist Ihre Metapher nicht nur sprachlich, sondern auch denklogisch und juristisch falsch. Es ist gerade Sinn und Zweck des offenen Vollzugs, dass es dort bis auf die Schließzeiten offene Türen gibt. Und warum ist das so, liebe CDU? Es ist so, weil dieses Haus es zuletzt 2016 mit den Stimmen von SPD und CDU zum Berliner Strafvollzugsgesetz so beschlossen hat. Kleine Nachhilfe. Aus § 16 Absatz 2 ergibt sich sogar, dass der offene Vollzug der Regelvollzug ist und die Gefangenen nur dann im geschlossenen Vollzug einsitzen, wenn sie den besonderen Anforderungen des offenen Vollzugs nicht genügen oder wenn der geschlossene Vollzug zur Erreichung des Vollzugsziels notwendig ist. Das haben Sie mitbeschlossen oder leiden Sie schon wieder an Regierungsamnesie? Zeigen Sie doch mal Haltung, stehen Sie doch mal zu Ihren Entscheidungen. Und wenn Sie hier davon sprechen, dass der Senator Behrendt Recht und Ordnung nicht einhalten würde, dann gucken Sie sich doch mal an, was Ihr eigener Senator gemacht hat in seiner Amtszeit. Er hat aus Spargründen die Justizvollzugsanstalt für Frauen geschlossen. Dann hat er Platzprobleme gehabt. Und dann hat er den Vollzug von Ersatzfreiheitsstraflern einfach ausgesetzt. Darüber kann man ja reden, aber eine Partei, die sich für Law and Order geriert, so eine Entscheidung zu treffen, sich hier hinzustellen und dann irgendwie den anderen Vorwurf zu machen, Sie würden Recht und Ordnung nicht einhalten, ist schon ein starkes Stück. Und das Thema illegale Parteienfinanzierung in Steglitz zählen noch, was heute in der Presse stand, will ich an der Stelle gar nicht erwähnen. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Nein, wir werden den offenen Vollzug und alle Mitarbeiter, die ihn mit ihrer täglichen Arbeit so erfolgreich machen, entschieden gegen ihre reaktionären Angriffe verteidigen. Wenn Sie den offenen Vollzug hier aus billiger Parteitaktik in Frage stellen, dann ist das auch ein Schlag ins Gesicht des Vollzugsdienstes und dafür sollten Sie sich schämen. Das lässt Ihnen Rot-Rot-Grün nicht durchgehen, das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Der offene Vollzug, der sogenannte Knast ohne Gitter, ist ein Berliner Erfolgsmodell. Rot-Rot-Grün bekennt sich zu diesem Erfolgsmodell. Anders ausgedrückt, hören Sie mal zu, Kollege Rissmann, der offene Strafvollzug ist keine liberale Verirrung, sondern ein hocherfolgreiches Konzept, wie Strafgefangene besser resozialisiert werden.
Wissen Sie, wer das gesagt hat? Ex-Senator Heilmann, CDU, 2013 in der Berliner Zeitung. Und zumindest damit hat er recht, meine Damen und Herren. Die Missbrauchsquote bei den Haftlockerungen im offenen Vollzug liegt bei unter 1%. Hören Sie auf, Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Das können Sie den Hetzern von der AfD überlassen. Aber natürlich sollten wir auch über Probleme im offenen Vollzug sprechen. Und wissen Sie, was das zentrale Problem im offenen Vollzug ist? Er ist voll von Ersatzfreiheitsstraflern, die zu einem großen Teil wegen sogenannten Schwarzfahrens einsitzen. Das ist ein völlig absurder und sehr teurer Zustand. Jeder Hafttag kostet uns Steuerzahler ca. 140 Euro. Das steht in keinem Verhältnis zum Unrechtsgehalt des Schwarzfahrens, das zunächst mit dem erhöhten Beförderungsentgelt von 60 Euro zu bemessen ist. Der Unrechtsgehalt ist vergleichbar mit Parken ohne Parkschein. Ich sage Ihnen nein, das Gefängnis sollte für Straftäter sein und nicht für Menschen, die im Kern Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags brauchen. Deswegen hat sich Rot-Rot-Grün darauf verständigt, Modelle für einen fahrscheinlosen Nahverkehr zu prüfen. Denn mit einem fahrscheinlosen Nahverkehr würden sich diese und andere Probleme lösen lassen. Und bis dahin sind wir als Linke zumindest der Auffassung, dass das sogenannte Schwarzfahren aus dem StGB herausgenommen werden und Ordnungswidrigkeit werden soll. Ich freue mich, dass das auch der Richterbund so sieht und der neue CDU-Justizminister in NRW. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchholz von der AfD? Selbstverständlich. Herr Schlüsselburg, können Sie drei Argumente nennen, warum Sie kein Hetzer sind? Lieber Kollege, nein, Abgeordnete der AfD, ich kann Ihnen ein Argument nennen. Ich argumentiere aufgrund von Fakten und nicht aufgrund von Fake News und ich hetze die Öffentlichkeit nicht mit selbigen auf. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, und jetzt lassen Sie uns zu dem tatsächlich schwerwiegenden Ausbruch aus der Kfz-Werkstatt kommen. Es ist völlig unstrittig, der Ausbruch hätte nicht stattfinden dürfen. Die Gefangenen hätten nicht unbeaufsichtigt mit Flex, Wagenheber und Vorschlaghammer hantieren dürfen. Sie hätten nicht in den Heizungsraum gelangen dürfen und es hätte beim Herausklettern Alarm ausgelöst werden müssen. Und der Zaun hätte über eine Untersicherung verfügen müssen. Die Fragen, die sich daraus ergeben, werden jetzt von der Staatsanwaltschaft, der Verwaltung und der von Senator Behrendt eingesetzten Untersuchungskommission und der Dresdner Sicherheitsfirma geklärt. Wir haben dann hier im Hause alle zusammen die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Schon jetzt sind aus meiner Sicht aber zwei Punkte absehbar. Erstens, die Entscheidung des damaligen Justizsenators Heilmann in den Jahren 2012 und 2013 die Ausbildung für den Allgemeinen Vollzugsdienst komplett einzustellen, war eine schlechte Entscheidung für die Sicherheit in den Haftanstalten. Sie hat eine Personallücke gerissen, die wir erst Ende 2019 schließen können. Und möglicherweise wird es darüber hinaus erforderlich sein, den Personalschlüssel in Bereichen wie den Werkstätten zu erhöhen. Zweitens, wenn das Ergebnis des Sicherheitschecks in Plötzensee und den anderen Haftanstalten vorliegt, werden wir Nachbesserungen vornehmen müssen. Alle vergleichbaren Zäune müssen künftig mit einer Untersicherung versehen werden. Schlösser von vergleichbaren Räumen müssen auf den neuesten Stand gebracht werden. Und auch der Algorithmus der Überwachungskameras muss verbessert werden und detektionsfähig gemacht werden. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir all dies mit der erforderlichen Sorgfalt umsetzen, werden wir die Haftanstalten am Ende sicherer gemacht haben. Eine absolute Ausbruchssicherheit, das gehört zur Wahrheit dazu, wird es allerdings niemals geben. Und das war nicht einmal in Alcatraz der Fall. Deswegen ist und bleibt eine vernünftige Präventionsarbeit zusammen mit einer guten Sozial- und Bildungspolitik das beste Rezept für mehr Sicherheit in unserer Stadt. Daran wird die Koalition arbeiten und daran können Sie uns messen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat jetzt Herr Kollege Kressel das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Lieber Herr Dr. Behrendt, wenn ich diese Rede soeben gehört habe, dann haben Sie wohl die größte Konkurrenz in diesem Hause in der eigenen Fraktion. Wenn ich den Schluss so noch mal rekapituliere, hat sich ja da schon fast der neue Justizsenator vorgestellt. Und wenn wir heute aber die erfolgten Ausbrüche parlamentarisch hier aufarbeiten, dann machen wir es uns viel zu leicht, hier eben mal mit dem Finger auf den amtierenden Justizsenator zu zeigen. Und wie der SPD-Sprecher gestern im Justiz
Justizausschuss zu erklären beliebte, das höchste Berufsrisiko für einen Justizsenator ist der Ausbruch aus einer Justizvollzugsanstalt. Das ist natürlich politischer Unsinn. Kein Senator bzw. Minister in einem Flächenstaat ist verpflichtet, mit der Taschenlampe die Keller der Vollzugsanstalten abzulaufen, um nach eventuellen Löchern in der Wand zu suchen. Die umso weniger, als die Justizvollzugsanstalt in Plötzensee schon seit ihrer Inbetriebnahme einen schweren Konstruktionsfehler gehabt hat, der sich durch den Ausbruch am 28. Dezember leider auch realisiert hat. Die Außenmauer einer Justizvollzugsanstalt ist die ultimative Sicherheitssperre einer solchen Einrichtung. Für die sicherheitsarchitektonische Großtat in genau diese Außenmauer Lüftungsschlitze für eine Heizung hineinzubauen, anstatt diese in den Hof hineinzuführen, müsste der Architekt sowie der verantwortliche Prüfer, der die Anlage abgenommen hat, eigentlich Probesitzen gehen. Zweitens müssen wir uns mal fragen, wie viele Mängel sind denn hier strukturell bedingt? Der Berliner Senat ist nach dem Prinzip gebildet, dass man bundesrechtlich Kanzlerprinzip nennt. Für Berlin bedeutet es, wir konnten hier nur den regierenden Bürgermeister wählen, der dann in seiner Verantwortlichkeit, wohlgemerkt, den Fachsenatoren die Ernennungsurkunden ausgehändigt hat. Der arme Herr Müller muss zwar auch nicht jedem Senator hinterherlaufen und ihn überwachen, bei der am 28. Dezember entstandenen Lage wäre aber schon das Konfliktmanagement des von uns hier gewählten Regierungschefs gefragt gewesen, anstatt das Problem zwischen Weihnachtsgans und Silvesterkarpfen im schönen Tempelhof hier einfach mal auszusitzen, Herr Müller. Insofern, liebe SPD-Kollege, hätten Sie sich das CDU-Bashing hier sparen sollen. Die Probleme der CDU, die liegen auf einer anderen Ebene. Wir hätten als Konsequenz dieser Debatte, wie auch der Probleme, die in der Innenverwaltung hier immer wieder hochkochen, den parlamentarischen Untersuchungsausschuss gebraucht, der die Probleme in der Berliner Sicherheitsverwaltung aufdeckt, benennt und Vorschläge für deren Beseitigung macht. Wenn man der CDU hier in dieser ganzen Angelegenheit hier etwas vorwerfen kann, dann, dass sie in dieser Angelegenheit als Tiger gesprungen und vorigen Montag in der Innenausschusssitzung ja so ein bisschen als Bettvorleger der Koalition gelandet ist, liebe Kollegen von der CDU. Kommen wir zurück. Drittens ist die Misere im Berliner öffentlichen Dienst, insbesondere in den sicherheitsrelevanten Bereichen. Ich weiß, dass Sie das aufregt, Herr Wanzler, aber das kriegen wir schon wieder hin. Drittens ist die Misere im Berliner öffentlichen Dienst allgemein und insbesondere im Justizdienst nicht erst entstanden, als dieser Ausbruch erfolgte. Sie hat sich in, sagen wir mal, 16 Jahren seit 2001 strukturell aufgebaut. Sparen, bis es quietscht, war die Parole Ihres Vorgängers, Herr Müller, dem Sie vom ersten Tag an vorderster Stelle, damit auch an verantwortlicher Stelle, die Stange gehalten haben, bevor sie dann sein Erbe übernahmen. Das Ergebnis war ein völlig unterbezahlter öffentlicher Dienst mit einer nicht befriedigenden Bewerberstruktur. Preise für
Mitarbeiter bilden sich in einem Land mit Vollbeschäftigung quasi markttechnisch. Sie müssen den Menschen, Kollege, Sie müssen lauter schreien, ich kann Sie nicht verstehen. Preise am Markt bilden sich aus den gebotenen Bezahlungen heraus. Wenn Sie den Mitarbeitern zu wenig bieten, werden Sie weniger oder vielleicht nicht ganz so gute Bewerber haben. Diese Schlussfolgerung haben Sie 16 Jahre lang, in denen die SPD hier in erster Linie in Berlin Verantwortung hat, nicht gezogen. Und genau diese Probleme haben jetzt mit zu diesem Ausbruch geführt. Das Justizressort war seit 2001 10 Jahre lang von 2 SPD-Senatorinnen geführt. Da kann man sich nicht einfach zurücklehnen und die Probleme weglächeln. Na, Sie lächeln noch nicht mal, Sie lesen die Akte. Da freut man sich doch, wenn man so einen Regierungschef hat, der sich für die Plenarsitzung hier extra was zu lesen mitbringt, wenn es um seine Verantwortung geht. Sie können aber die Probleme nicht weglächeln und erst recht nicht weglesen, wenn die Verbrecher in Berlin plötzlich auf der Straße rumlaufen. Herr Müller, das ist eine Schande für den ganzen Senat. Diese Lage hat der amtierende Justizsenator vorgefunden und da beginnt seine Verantwortlichkeit. Lieber Herr Dr. Behrendt, das Erste, was wir hier aus justizpolitischer Sicht von Ihnen hören mussten, war, dass Einsetzen im Strafvollzug ja irgendwie so ein bisschen so gaga sei. Und wenn überhaupt, möglichst nur im offenen Vollzug stattfinden sollte. Wenn man so einen Unfug erzählt, darf man sich nicht wundern, wenn die Kunden in den Anstalten das auch in die Tat umsetzen und wenn die eigenen Bediensteten, die unter den gerade schon von mir skizzierten Problemen ja ohnehin leiden, dadurch demotiviert werden und möglicherweise auch mal einen Moment lang nicht so genau hinschauen. Ich habe bei meinen verschiedenen Besuchen, um hier gar keinen falschen Zungenschlag aufkommen zu lassen, nur sehr motivierte und sehr gute Kollegen getroffen. Es mag aber auch irgendwo, die gibt es in jedem Großbetrieb, einen geben, der so mitläuft. Und wenn der dann noch das Gefühl von seinem Chef vermittelt bekommen, das, was ich hier mache, ist ja eigentlich nur reaktionärer Kram, dann kann das, wenn andere Umstände hinzutreten, schon mal zu so einem GAU führen, wie wir ihn ja in Berlin erleben mussten. Danach haben Sie sich zweitens schwerpunktmäßig mit sogenannten Orchideen-Themen beschäftigt. Unisex-Toiletten, die in Berlin natürlich schwerpunktmäßig vorhanden, Schweinemastbetriebe und so weiter und so weiter. Schreien Sie ruhig ordentlich dazwischen bei mir, Herr Albers, getroffene Hunde bellen nämlich. Wenn dann zum Dritten sich noch Justizbedienste, und jetzt hören Sie mal auf zu klatschen, hören Sie mal zu, mir gegenüber am Telefon äußern, man habe die Öffentlichkeit nicht richtig informiert, indem man den Eindruck erweckt hat, da wären ja eigentlich nur die Sprichwörtlichen, damit Sie wieder schreien müssen, armer Herr Albers, Hühnerliebe ausgebrochen und der Hinweis erfolgt, derjenige, der noch bis 2020 hätte einsitzen müssen, sitzt nicht, weil er vielleicht an irgendeiner Kneipenschlägerei beteiligt war. Der Mann hat seiner Frau ein Auge ausgestochen, wurde ich informiert. Der hätte richtigerweise in Tegel mit der höheren Sicherheitsstufe einsitzen müssen. Bei so viel krimineller Energie war es nicht richtig, diesen Mann in Plötzensee einsetzen zu lassen. Und er hätte natürlich
vor allem nicht in die schlecht gesicherte, das habe ich ja am Anfang beschrieben, Kraftfahrzeugwerkstatt gehört. Da ist unter Ihrer Verantwortung der klassische Doppelfehler passiert. Und da haben Sie uns hier noch viel zu erklären. Vielen Dank, insbesondere Herr Albers, dass Sie meine Rede so engagiert begleitet haben. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Kollege Lux das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle wollen, dass Berlins Gefängnisse sicher sind und der spektakuläre Ausbruch von 4 Gefangenen aus der JVA Plötzensee hat Schwachstellen gezeigt, die sorgfältig analysiert werden müssen und bestmöglich abgestellt werden müssen. Es wurden hier schon einige gute Fragen gestellt, die noch offen sind. Wie konnten diese Inhaftierten ausbrechen? Wie haben sie ihren Plan geschmiedet? Gab es Helfer innerhalb oder außerhalb der Anstalt? Ja, gab es Versäumnisse seitens der Anstalt und seitens des Senats? Sind diese vorwerfbar? Aber natürlich sollten wir uns vor allen Dingen der Frage stellen, was muss verbessert werden, damit Berlins Gefängnisse sicher bleiben, will ich sagen. Es gibt noch viel zu ermitteln und viel aufzuklären für die Staatsanwaltschaft und die Justiz. Und wir sollten doch einen Moment froh sein, dass es keine unmittelbare Gefahr mehr für die Berlinerinnen und Berliner gibt. Denn 3 der Ausbrecher sind innerhalb kürzester Zeit zurückgekehrt und einer wurde festgenommen. Es dürfte an dem Fahndungsdruck der Justiz und der Polizei gelegen haben. Die sind das Umfeld der Ausbrecher angegangen. Die haben die Schlinge enger gezogen. Und das, meine Damen und Herren, zeigt auch, Ausbruch und Flucht aus Gefängnissen lohnt sich nicht. Und zweitens, viele unserer Sicherheitsmitarbeiterinnen leisten tagtäglich eine hervorragende und erfolgreiche Arbeit. Das dürfen wir nicht kleinreden. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Berg von der AfD. Herr Berg ist denn nicht im Bundestag? Nein, der ist hier. Was ist? Ja, bitte. Ganz herzlichen Dank. Freut mich, dass ich Ihrer Irritation durch körperliche Anwesenheit entgegenwirken konnte. Übrigens warne ich jemanden davor zu behaupten, ich sei entlassen worden. Das ist eine falsche Tatsache. Kollege, Sie stellen jetzt bitte Ihre Zwischenfrage. Herr Kollege, können Sie sich vorstellen, dass bei der Suche nach Schwachstellen im Zusammenhang mit den skandalösen Ausbrüchen ein Blick in die erste Reihe der Senatsbank hilfreich wäre? Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Berg. Natürlich stellen wir die Frage der politischen Verantwortung. Rot-Rot-Grün übernimmt politische Verantwortung für diese Stadt, auch für die bestmögliche Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner. Da arbeiten wir jeden Tag hart dafür, der Justizsenator, der Innensenator. Und dass Sie unsere Erfolge nicht würdigen können, das war mir im Vornherein bewusst. Aber das ändert nichts daran, dass wir tagtäglich hart arbeiten und die Erfolge werden sich zeigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind doch insbesondere die strukturellen Fragen, die politisch zu lösen sind. Wir sind nicht Ermittlungsbehörde, wir sind nicht Polizei, Rechtsstaatprinzip. Und es gibt einige strukturelle Fragen, die wir auch kurzfristig angehen können und müssen. Die meisten aber werden einige Jahre dauern und da gilt es jetzt aber, eine kluge Analyse zu liefern. Kurzfristig kann eine Sicherheitsanalyse helfen. Die Kommissionen und Untersuchungen wurden ja schon benannt. Wir müssen uns die anderen Arbeitsstätten anschauen. Es kann nicht sein, dass Gegenstände, die konkret zum Ausbruch geeignet sind, den Gefangenen unbeaufsichtigt überlassen werden. Mittelfristig brauchen wir natürlich mehr Personal und besser bezahltes Personal. Das fällt nicht von den Bäumen. Ich konnte gestern mit der Personalratsvertretung reden von der JVA Plötzensee, die geschildert hat, wie sehr so ein Ausbruch, über den man deutschlandweit, meinetwegen europaweit redet, wie stark der ins Kontor schlägt und welche Verunsicherung es da gibt. Und wenn ich mir hier Bezichtigungen angehört habe aus der Opposition, da gäbe es möglicherweise Komplotte und man könne denen nicht trauen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich ihren guten Dienst weiterzutun. Und umso dankbarer können wir ihnen sein.
Und wir müssen auch die Fehler der Vergangenheit korrigieren. Es steht doch schwarz auf weiß, dass in den Jahren 2012, 2013 keine Justizvollzugsbediensteten ausgebildet worden sind. Ich zitiere hier aus einer Drucksache der letzten Wahlperiode 13925. Das hat der damalige Justizsenator vergessen, wie einiges anderes auch. Aber Schnee von gestern, Rot-Rot-Grün macht es besser. Wir bilden mehr aus. Und wir müssen natürlich auch die Grundlagen setzen für mehr Investitionen in diese alten Berliner Anstalten. Da müssen wir nachbessern. Aber auch das wird nicht kurzfristig mehr Erfolg bringen. Ich habe eine Zwischenfrage, die würde ich dran nehmen. Frau Kollegin Seibelt wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Keine. Das ist okay, da freut sich Herr Kohlmeier, dass ich doch keine bekomme. Und Entschuldigung, Herr Lux, ich habe es jetzt nicht verstanden. Lassen Sie die Zwischenfrage der Kollegin Seibelt zu. Ja, das muss ich dann nur hören. So, Frau Kollegin Seibelt, bitteschön, dann haben Sie jetzt das Wort für die Zwischenfrage. Lieber Kollege Lux, ich wollte nur fürs Verständnis nachfragen. In den Jahren 2012 und 2013 gab es keine Ausbildungslehrgänge im Justizvollzug. Ich stelle nur fest, dass keine Justizvollzugsbediensteten eingestellt worden sind und auch keine ausgebildet worden sind. Und Ihr Justizsenator damals die Verantwortung dafür trug, das war in den Medien so ein bisschen Ping-Pong und hin und her. Ich will das eigentlich auch gar nicht zu sehr ausexerzieren. Ja, es war ja nicht alles schlecht unter Herrn Heilmann. Damals ist ein Gefangener von zweien, die ausgebrochen sind, auch wieder zurückgekehrt. Das waren 50%. Heute sind es 100%. Darüber sollten wir uns doch gemeinsam freuen. Und ich weiß Sie doch auch an meiner Seite für einen grundsätzlich liberalen Strafvollzug, der eben nicht das macht, was viele Ihrer Kollegen machen, nämlich Gefangene unter Generalverdacht zu setzen, die Resozialisierung nicht zu wollen, am besten wegschließen für immer. Und das ist auch das Problem in dieser Debatte, und das möchte ich jetzt kurz schildern. Denn ein liberaler, effektiver, moderner und guter Strafvollzug, der die Sicherheit vor allen Dingen im Blick hat, aber auch die Einzelnen, der stellt uns vor sehr hohe Herausforderungen, die man sich viel zu selten politisch, aber auch gesellschaftlich vor Augen führt. Wenn ein schlimmes Verbrechen passiert und es Videobilder gibt oder so, dann wird jeder Fall hier in Berlin berichtet. Das ist auch okay mit Bildern und so weiter. Aber was danach passiert mit den Leuten? Wenn wir sie beweissicher festgenommen haben in einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren zu einer Haftstrafe, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wird, verurteilt haben, diese Frage stellen sich erstaunlich wenig Leute. Und es müssen immer Ausbrüche und schlimme Vorfälle sein, die eine öffentliche Debatte anregen. Und natürlich stellen wir uns der. Wir stellen uns dieser Verantwortung, schwierige Debatten zu führen, aber dann eben auch realistisch zu sehen, die allermeisten dieser Verbrecher kommen wieder raus. Die allermeisten. Wenige, die zu Sicherungsverwahrung verurteilt werden. Wenige, die lebenslang im Knast sitzen müssen. Wir können auch nicht jeden Dieb, jeden Einbrecher, jeden Räuber, auch nicht jeden Gewalttäter sofort für ein Leben lang einsperren. Die allermeisten Menschen kommen wieder raus. Und ehrlich gesagt, auch wenn das unpopulär ist, dass sie nach der Strafe, nach Verbüßung der Strafe rauskommen, lieber Kollege, selbstverständlich nach der Strafe. Sie dürfen nicht ausbrechen. Die Regeln müssen eingehalten werden. Aber was tun wir denn dafür, dass diesen Menschen danach wieder ein Leben möglichst straffrei wieder ermöglicht wird? Und da sage ich, Arbeit und Ausbildung in Justizvollzugsanstalten, auch Drogenentzug, soziale Betreuung, das ist wichtig. Die Leute müssen sich lösen von ihrem früheren Umfeld. Sie müssen möglicherweise die Einsicht auch im Justizvollzug bekommen, dass sie was Falsches gemacht haben. Und dafür muss es Angebote geben. Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass die Personen arbeiten müssen. Und dann muss man natürlich auch zusehen, dass die Leute, die sich bewähren im Justizvollzug, noch besser auf ihre Freiheit vorbereitet werden, dass sie belohnt werden dafür. Und diese Personen, die ausgebrochen sind, aber auch ihre Debatten, die erweisen diesem guten und sicheren Strafvollzug, dem liberalen Vollzug, einen Bärendienst, meine Damen und Herren. Und ich appelliere trotzdem noch einmal, nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr und verdammen Sie nicht die Errungenschaften des modernen Strafvollzugs nach der Aufklärung und nach den 60er Jahren. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte mal noch eins sagen. Das ist die erste Aktuelle Stunde, die von den Regierungskoalitionen und auch von der CDU und ich weiß nicht von irgendwem noch beantragt worden ist zum Thema Justiz. Ist richtig oder habe ich eine übersehen? Ja? So, und das zeigt auch eins. Anderthalb Jahre hat der Justizvollzug ordentlich funktioniert.
Er musste sich keiner Kritik aussetzen. Und deswegen ist es auch richtig, und das liegt daran, dass Dirk Behrendt gut ins Amt gekommen ist, dass er als erfahrener Verwaltungsrichter, als Abgeordneter seit über 10 Jahren den Justizvollzug kennt, wie niemand anderes. Ich wette, er ist in den 2006er Jahren, wo CDU und Grüne gemeinsam in der Opposition waren, 10-mal mehr in die Gefängnisse gegangen als Frau Seibelt und Herr Rissmann zusammen, liebe Kollegen Klink. Und das weiß auch Herr Rissmann. Das weiß auch Herr Rissmann. Und deswegen sind seine Angriffe unglaubwürdig gegen diesen guten Justizsenator, der erstens seinen Bau machen lässt, die Leute, die da gut arbeiten, und sich natürlich um weitere wichtige Themen kümmert. Sie haben ja heute erneut gesagt, dass Ihnen Verbraucherschutz, dass Ihnen Antidiskriminierung, dass Sie das einen feuchten Kehricht angeht. Aber ich sage Ihnen, die Berlinerinnen und Berliner schätzen diese Arbeit des Justizsenators, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden es ja sehen. Wir haben ja noch 4 Jahre Zeit. Und Sie wollen sehen, dass er sich mehr um das Kerngeschäft kümmert. Sie werden sich noch wundern, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für ein strenger, beflissener, was für ein an Sicherheit orientierter Mensch, der aber auch das Ganze sieht, wie der noch darauf wirken wird. Und da bin ich mir überhaupt nicht bange um die Bilanz, die wir in 4 Jahren haben werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verzweifelt ist das, was Sie machen. Herr Rissmann hat sich gestern noch nicht mal getraut. Früher war die Opposition noch anständig. Ja, Anstand. Herr Rissmann hat sich gestern nicht mal getraut, im Rechtsausschuss seine Rücktrittsforderungen, die vor 2 Wochen hier schon feststand, oder vor einer Woche, jedenfalls kurz nach dem Ausbruch, ihm im Rechtsausschuss ins Gesicht zu sagen. Da hat er so 40 Fragen vorgestammelt, die ja auch größtenteils berechtigt sind. Aber das mal einer Person ins Gesicht zu sagen, dass man sie für nicht geeignet hält. Das hat er sich im Rechtsausschuss nicht getraut. Er hat vor einer Woche sein Urteil gefällt, gemeinsam mit Florian Graf. Herzlichen Glückwunsch, Sie können ja mal eine Doktorarbeit über den Ausbrecherkönig schreiben. Wir korrigieren dann die Fußnoten, mal gucken, welche Einsicht Sie unterlegen sind. Ja, und Sie könnten es ja hier auch noch mal direkt sagen. Und Sie, Herr Rissmann, haben Ihr Urteil gefällt. Gestern plappern 40 Fragen nach, die Sie verstammelt vortragen. Und heute muss er wieder zurücktreten. Ja, da ist doch an Einsichtsfähigkeit gar nichts mehr zu erwarten bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seien Sie froh, dass Sie nicht gefährlich sind für andere Leute, sondern dann müsste man auch bei Ihnen über Maßnahmen nachdenken. Herr Kollege Lux, jetzt bitte ich auch mal darum, sich ein bisschen zu mäßigen. Ja, wenn Sie mich bitten... Herr Präsident, dieser Senat handelt. Senator Behrendt und Rot-Rot-Grün tragen die politische Verantwortung. Sie sehen es auch an den Investitionen in die JVA Plötzensee. 58 Millionen Euro im Jahr 2014. 2018 werden es 62 Millionen Euro sein. Die Schwachstellen des Vollzugs werden untersucht, Standards werden überprüft. Wir werden uns der Debatte weiter stellen, hoffentlich auch mal, wenn es nicht immer einen schlechten Anlass gibt, darüber zu reden, die Sicherheit für die Berlinerinnen und Berliner zu gewährleisten, aber auch an die Einsichtsfähigkeit der allermeisten Strafgefangenen zu glauben. Jedenfalls ist das christlich-humanistische Menschenbild, das es gebietet, dass Leute umkehren können und dass sie ein Leben in Straffreiheit führen können in unserer Gesellschaft. Was anderes habe ich hier noch nicht gehört, aber man kann es ja fast unterstellen. Ich fordere Sie auf, unterstützen Sie diese gute Arbeit des Justizvollzugs, der Staatsanwaltschaft, der Polizei. Stellen Sie das nicht ständig in Frage. Diese Behörden haben unsere Unterstützung verdient. Für mehr Sicherheit in Berlin. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun gebe ich Herrn Senator Dr. Behrendt das Wort. Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Jahr hat für mich und für den Berliner Justizvollzug schlecht begonnen. Wir haben unsere Aufgabe, unsere Gefangenen sicher unterzubringen, nicht erfüllt. Ich kann gut nachvollziehen, dass die Berlinerinnen und Berliner sich fragen, was in Plötzensee los ist, wenn im Anschluss an den Ausbruch in Plötzensee 5 weitere Männer aus dem offenen Vollzug entweichen. Dass alle 4 Strafgefangenen innerhalb weniger Tage wieder hinter Schloss und Riegel kamen, ist gut und zeigt, Flucht lohnt nicht. Auch 3 der 5 Ersatzfreiheitsstrafen aus dem offenen Vollzug sind zwischenzeitlich wieder in der JVA. Ich möchte auch diese Gelegenheit hier heute nutzen, wie auch gestern, und mich bei der Berliner Polizei bedanken. Dank der guten Arbeit der Berliner Polizei, des hohen Fahndungsdruckes, sind die Männer
die am 28. Dezember ausgebrochen sind, wieder in Haft. Hier läuft irgendwie 58 Sekunden. Würden Sie alle, jetzt habe ich jetzt schon zwei Zwischenfragen, einmal von Herrn Kressler, einmal von Herrn Frederici. Lassen Sie mich erstmal im Zusammenhang ausführen, bitte. Gut. Im Fokus meiner Arbeit steht die Aufklärung der Vorfälle, die Schaffung von Transparenz und die Verbesserung der Sicherheit im Vollzug. Denn nicht nur die Berlinerinnen und Berliner, sondern auch Sie, liebe Abgeordnete, sind die Repräsentanten der Berliner. Auch ich habe Fragen zu diesem Vorgang. Mir ist an einer zügigen, aber noch vielmehr an einer gründlichen Aufklärung gelegen. Gründlichkeit muss hier vor Schnelligkeit gehen, wenn wir wissen wollen, wie wir unsere Justizvollzugsanstalten noch sicherer machen. Das ist schließlich eine Erwartung, die die Berlinerinnen und Berliner zu Recht an uns haben. Ich habe dafür erstens ein Ingenieurbüro engagiert, um Sicherheitslücken in unseren Anstalten aufzudecken. Diese externen Fachleute, ein Büro aus Dresden, werden sich alle sicherheitsrelevanten Anlagen, Zaun, Video, Detektion und Einrichtung zur Außensicherung in der JVA Plötzensee angucken und überprüfen, wie sie es auch schon in der JVA Moabit gemacht haben. Sie werden dort die 144 Kameras, die wir da haben, auf mögliche Schwachstellen hin untersuchen. Sie beginnen mit der Arbeit in der kommenden Woche und werden diese im Frühjahr des Jahres abschließen. Wir werden dann Ihre Vorschläge umsetzen. Ich habe zweitens bereits am 2. Januar eine Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des Präsidenten des Amtsgerichts Tiergarten, Herrn Borgers, eingesetzt. Diese Kommission wird sich den gesamten Bereich der JVA Plötzensee angucken. Ihr gehören neben Herrn Borgers Mitarbeiter der Sicherheitsabteilungen aus Tegel, aus der Frauenanstalt, aus der Sicherheitsabteilung in Moabit und aus der Senatsverwaltung an. Sie werden sich die gesamte Sicherheitsarchitektur angucken und auf den Prüfstand stellen. Das beinhaltet neben einer Prüfung der baulich-technischen Seite der Anstalt auch die Überprüfung der Anstaltsorganisation, Personal, Personaleinsatz, Personalschulung, Sicherheitsvorschriften, Überprüfung, Fehlerkultur. Das meint beispielsweise, was Sie sich angucken, das Zusammenspiel der verschiedenen Dienststellen dort vor Ort. Das ist ja eine Anstalt, die JVA Plötzensee, die erst vor kürzerer Zeit aus drei Einrichtungen fusioniert wurde. Wir haben eine Anstalt mit einer vielbefahrenen Straße mittendrin. Das stellt zusätzliche Sicherheitsanforderungen. Das wird sich die Kommission alles angucken. Und Sie haben am letzten Freitag die Arbeit aufgenommen und werden Ihren Abschlussbericht am 15. März vorlegen. Und selbstverständlich werden wir den auch dem Rechtsausschuss zur Verfügung stellen, damit wir das da diskutieren können. Und wir werden, das sage ich jetzt auch schon, die Vorschläge, die diese Kommission macht, dann auch umsetzen. Drittens laufen, das ist erwähnt worden, straf- und disziplinarrechtliche Ermittlungen. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt hat Strafanzeige gegen die vier Gefangenen wegen aller in Betracht kommenden Delikte gestellt, insbesondere wegen Sachbeschädigung unserer Sicherheitseinrichtungen und wegen Gefangenenmeuterei. In dem konkreten Fall hier Gefangenenmeuterei gegen Sachen. Und es laufen, das ist gestern mitgeteilt worden im Rechtsausschuss, auch gegen die am Tag des Ausbruchs in der Kfz-Werkstatt tätigen Bediensteten Disziplinarverfahren wegen möglicher Dienstpflichtverletzungen. Und die Staatsanwaltschaft hat darüber hinaus ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet, in dem geprüft wird, ob sich weitere Strafgefangene oder Bedienstete oder Dritte wegen Gefangenenbefreiung strafbar gemacht haben. Mit Blick auf die heutige Berichterstattung möchte ich aber auch betonen, dass sich die Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt noch gegen unbekannt richten, wir also noch keine konkreten Hinweise auf weitere Helfer haben. Zur Aufklärung gehört auch die Information der Öffentlichkeit, die Information der Abgeordneten. Daher habe ich bereits einen Tag nach dem Ausbruch, also am 29. Dezember, alle rechtspolitischen Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen für einen Vororttermin in der JVA Plötzensee eingeladen, habe angeboten, dass sie sich einen eigenen Eindruck von den Örtlichkeiten verschaffen können. Und dieser Termin hat dann auch in der letzten Woche stattgefunden.
Dann habe ich direkt am Tag des Ausbruchs eine Pressekonferenz einberufen. Dort haben wir der Öffentlichkeit mitgeteilt, was wir zu dem Zeitpunkt schon wissen. Wenige Stunden nach dem Ausbruch habe ich dort auch erklärt, dass ich jederzeit dem Parlament Rede und Antwort stehen werde. Das ist dann gestern auch im Ausschuss passiert und heute hier auch. In der gestrigen Ausschusssitzung haben wir 2,5 Stunden lang dargetan, wie sich das alles dargestellt hat, was wir momentan wissen, welche offenen Fragen wir noch haben, und haben angekündigt, dass wir dem Rechtsausschuss auch bei weiterem Erkenntnisgewinn informieren werden. Während der laufenden Aufklärung habe ich auch Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit angeordnet, um die zutage getretenen Sicherheitslücken hier zu schließen. Das ist zum einen, dass in dem Kfz-Betrieb, aus dem sich ja die Gefangenen in den Heizungsraum begeben haben und von dort in die Freiheit, dass in dem Kfz-Betrieb so lange keine Gefangenen mehr zur Arbeit eingesetzt werden, bis die Werkstatt auf etwaige Schwachstellen im Sicherheitssystem untersucht wird und bevor wir nicht klarer sehen, was dort eigentlich vorgefallen ist. Die JVA Plötzensee wird nach dem Ausbruch auch durch die Bediensteten aus anderen Justizvollzugsanstalten personell unterstützt. So können wir vor den Einrichtungen des offenen Vollzuges Außenposten momentan postieren, damit der offene Vollzug hier sicherer wird. Die Häuser des offenen Vollzugs werden schließlich umgehend morgen oder zum Beginn der nächsten Woche mit baulich-technischen Maßnahmen versehen, um Entweichungen aus diesen Häusern zu erschweren. Mit dem Blick auf den offenen Vollzug, das ist bereits angeklungen, möchte ich aber auch an eines erinnern. Ich trete weiterhin ein für einen menschenrechtsorientierten Strafvollzug, denn nur ein solcher kann nachhaltig Sicherheit schaffen. Das vor 2 Jahren von Ihnen hier im Parlament beschlossene Strafvollzugsgesetz formuliert unsere Aufgabe klar und deutlich. Ich zitiere wörtlich: Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Das ist unsere Aufgabe. Das müssen wir erreichen, wenn wir mit den Gefangenen arbeiten. Und daran werden wir gemessen, ob es uns gelingt, die Zeit in Haft zu nutzen, um mit den Menschen zu arbeiten, um dafür zu sorgen, dass sie nach ihrer Entlassung keine weiteren Straftaten begehen, denn das ist die beste Sicherheit für die Berlinerinnen und Berliner. Und auch eine andere Errungenschaft des Berliner Strafvollzuges gilt es zu verteidigen. Denn wie sämtliche meiner Amtsvorgänger der letzten 30 Jahre bin auch ich jemand, der am offenen Vollzug als Berliner Regelvollzug festhalten möchte. Der offene Vollzug ist die beste Vollzugsform. Sie ermöglicht den Gefangenen die bestmögliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft und sie ermöglicht auch die schädlichen Folgen von Haft so weit wie möglich zu vermeiden. Wir sollten nicht den Fehler machen. Herr Graf hat sich in dieser Richtung in den letzten Tagen ja geäußert. Diese wichtige Errungenschaft des Berliner Vollzuges hier mit dem in Frage zu stellen, wir sollten daran festhalten. Und ein wichtiger Aspekt, auch das ist angeklungen, den ein sicherer und menschenrechtsorientierter Strafvollzug braucht, ist vor allem eins: Personal. Und hier dürfte klar sein, es fehlt nicht an Stellen im Haushaltsplan. Herr Rissmann hat ja das eben noch mal präsentiert mit den 5 Stellen, sondern wir haben das zentrale Problem, dass die Stellen nicht besetzt sind. Selbst wenn Sie im Parlament im letzten Dezember 100 weitere Stellen in den Haushaltsplan hineingeschrieben hätten, wir hätten auch diese nicht besetzen können, denn wir haben eine Monopolausbildung und nur wir bilden die allgemeinen Vollzugsdienstler aus. Das dauert 2 Jahre. Das machen wir jetzt mit Hochdruck. Wir haben über 200 junge Menschen in Ausbildung, sodass wir in diesem und im nächsten Jahr diese personelle Lücke werden schließen können, um überhaupt mal die Sollpersonalstärke im Berliner Vollzug zu erreichen. 120 junge Menschen beenden in diesem Jahr ihre Ausbildung. Meine Damen und Herren, es gibt also Licht am Ende des Tunnels, aber es bleibt
noch viel zu tun im Berliner Vollzug. Ich werde daher, wie auch in den vergangenen 13 Monaten als Senator und in den 10 Jahren als Abgeordneter in diesem Haus, nicht ruhen, bis ich den Berliner Justizvollzug noch besser und sicherer gemacht habe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, die Fragestunde. Nun können mündliche Anfragen an den Senat gerichtet werden. Die Fragen müssen ohne Begründung kurz gefasst und von allgemeinem Interesse sein, sowie eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie dürfen nicht in Unterfragen gegliedert sein, sonst werden die Fragen zurückgewiesen. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen in der Runde nach der Stärke der Fraktion mit je einer Fragestellung. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Für die erste Frage rufe ich ein Mitglied der Fraktion der SPD auf, bitte an das Redepult zu treten. Nachfragen werden von den Sitzplätzen ausgestellt. Frau Dr. Lasitz, bitte schön, Sie haben das Wort. Ich frage den Senat, was haben Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unternommen, nachdem Medienberichten zufolge ein Reichsbürger, der an einer Weddinger Schule unterrichtet, auffällig geworden ist? Frau Senatorin Schieres, bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Lasitsch, ich möchte zum einen erstmal allgemein antworten. Lehrkräfte haben den Auftrag, letztendlich Kinder zu erziehen eben und Bildungsarbeit zu leisten. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass es für Lehrkräfte eben ein Mäßigungsgebot gibt, sowohl für Beamte Lehrkräfte wie auch für angestellte Lehrkräfte. Die Schule hat den Auftrag, zum einen klar Fachwissen zu vermitteln, aber zum anderen eben auch junge Menschen zu mündigen und demokratischen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Das Thema der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen der Demokratieerziehung spielt an der Berliner Schule eine wesentliche Rolle. Und ich möchte ganz deutlich sagen an dieser Stelle, das Grundgesetz spielt für uns in diesem Zusammenhang eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es dient als Richtschnur auch der Lehrkräfte an den Berliner Schulen. Und ich möchte hier ganz deutlich sagen, Personen, die nicht zu unserem Grundgesetz stehen, Personen, die den Staat in Frage stellen und diesen nicht zu akzeptieren wie Reichsbürger, haben an der Berliner Schule nichts zu suchen. Personen, die den Holocaust verleugnen, den Holocaust in Frage stellen, oder Personen, die volksverhetzend unterwegs sind, haben ebenfalls an der Berliner Schule nichts zu suchen, und nicht ohne Grund sind dieses Straftatbestände. Ich komme jetzt zu dem Einzelfall. Aus Datenschutzgründen kann ich mich im Detail dazu nicht äußern. Aber es wurden jedoch alle erforderlichen und möglichen Schritte einschließlich der personalrechtlichen Prüfung eingeleitet. Und es ist auch bekannt, dass wir von Seiten der Senatsverwaltung auch Anzeige erstattet haben. Und ich kann nur alle Bürgerinnen und Bürger aufrufen, die in der Öffentlichkeit oder in ihren Zusammenhängen feststellen, dass hier eben Rechtsbruch in bestimmten Bereichen stattfindet. Ich habe eben Themen angesprochen, dieses auch so mutig zu sein und dieses auch zur Anzeige zu bringen. Wir können solche Dinge wie sozusagen, dass unser Grundgesetz nicht akzeptiert wird oder Holocaust geleugnet wird, in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren. Wir müssen dieses anzeigen und so mutig sein. Vielen Dank. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen, Frau Dr. Lasitsch? Bitte schön, dann haben Sie das Wort. Vielen Dank. Sie haben angesprochen, dass eine Strafanzeige gestellt wurde. Entsteht im Falle einer Verurteilung eine zusätzliche Möglichkeit für die Senatsverwaltung, weitere arbeitsrechtliche Schritte einzuleiten? Bitte schön, Frau Senatorin.
Nach der Rechtsprechung darf der Arbeitgeber arbeitsrechtliche Schritte, wie eben etwa eine Kündigung vom Gang eines, also wenn sozusagen festgestellt wird, dass eine Straftat besteht, ist es eben möglich, auch eine Kündigung auszusprechen. Dann geht die zweite Nachfrage an Frau Kittler von der Fraktion Die Linke. Bitte schön. Ja, also ich möchte gern wissen, angesichts dessen, was dieser Mann über Monate öffentlich geäußert hat, an rassistischen und von Ihnen ja auch schon angesprochenen oder von Ihnen schon angesprochenen Zusammenhängen. Und auch angesichts, was der Mann jetzt als Reaktion auf die Entfernung oder vorläufige Entfernung aus dem Schuldienst wieder geäußert hat, was sich insbesondere auch sehr rassistisch gegen unsere Kollegin Maja Lasic äußert. Wo ich hier bitte auch mal sagen darf, dass wir uns da solidarisch erklären. Das kann in der Frage ich in der den passieren. Senat, warum er nicht schon längst vorher diesen Mann aus dem Schuldienst entfernt hat. Frau Senatorin. Sehr geehrte Frau Kittler, nachdem ich erfahren habe, dass diese YouTube-Videos und diese Dinge in der Öffentlichkeit sind, habe ich als Senatorin direkt reagiert und entsprechende Dinge veranlasst. Wir befinden uns im Moment diesbezüglich im Verfahren und die Dinge, die jetzt im Nachgang auch öffentlich gemacht worden sind, fließen natürlich in die Gesamtbeurteilung dieses Vorgangs mit ein. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage von der CDU-Fraktion. Herr Kollege Wanzner, bitte schön. Herr Präsident, ich frage den Senat, wie bewertet der Senat, dass Polizisten öffentlich durch Linksradikale an den Pranger gestellt werden und in diesem Zusammenhang Fotos von Polizeibeamten veröffentlicht wurden? Herr Senator Geisel, bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Wanzner, dagegen ist Strafanzeige erstattet worden. Ich verurteile das auf das Schärfste, dass Polizistinnen und Polizisten im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel und den dortigen Einsätzen an den Pranger gestellt wurden. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass die Bilder auf Servern, auf drei Servern gespeichert sind, die sich im Ausland befinden. Daraufhin hat die Polizei Rechtshilfeersuchen gestartet. Diese Rechtshilfeersuchen sind noch nicht vollzogen. Trotzdem ist die Situation so, dass die entsprechende Website nach meiner Kenntnis mit den Bildern, nach meiner Kenntnis gegenwärtig nicht mehr aufrufbar ist. Aber in der Tat, das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Ich füge hinzu, dass es einen ähnlichen Vorfall gegeben hat mit einer Anprangerung von vermeintlichen Linksextremisten. Auch dort hat es eine solche Veröffentlichung gegeben. Auch dort ist eine Untersuchung, eine Strafanzeige erstattet worden, eine Untersuchung eingeleitet worden. Und die Ermittlungen laufen beim LKA, LKA 34, um eine unabhängige Untersuchung an dieser Stelle vorzunehmen. Das ist eine eindeutige Verrohung der Sitten an dieser Stelle, gegen die ich mich wende. Es kann an dieser Stelle nicht angehen, dass das Internet genutzt wird, um auf diese Art und Weise Menschen zu diffamieren oder zur Jagd auf Menschen aufzurufen, aus welcher Motivation auch immer. Ich weise das also aufs Schärfste zurück. Vielen Dank. Die erste Nachfrage hat dann der Kollege Wanzner selbst. Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Herr Senator, was gedenken Sie aber wirklich zu unternehmen, um diese Polizeibeamten, auch ihre Familien, vor den schwerstkriminellen Linksradikalen zu schützen? Denn diese Bilder gehen ja berlinweit, die gehen deutschlandweit. Wir stellen hier Familienväter, wir stellen Familien an den Pranger in einer Stadt,
wo wir wissen, dass die linksradikale Szene hier schon besonders stark ist und das Gefühl haben, sie können in dieser Stadt zwischenzeitlich machen, was sie wollen. Herr Senator. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Wanzner, ich glaube, ich hätte das mit meinem ersten Teil der Beantwortung Ihrer Frage gesagt. Wir haben Strafanzeige erstattet. Wir haben selbstverständlich mit den betroffenen Polizistinnen und Polizisten gesprochen, ihnen Unterstützung angedeihen lassen. Im Moment sind diese Bilder nicht mehr aufrufbar. Und insofern, ich verurteile das. Und ich gehe davon aus, dass die Ermittlungen entsprechende Ergebnisse haben werden. Hoffe das jedenfalls sehr. Und wie gesagt, im Moment ist das technisch nicht mehr aufrufbar und ich hoffe, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen. Aber weil Sie gerade sagten, dass wir dafür gesorgt hätten, dass wir an den Pranger gestellt worden sind, das haben wir selbstverständlich nicht getan. Aber ich muss Sie an dieser Stelle wahrscheinlich nicht über die technischen Probleme aufklären, die Server, die im Ausland stationiert sind, mit sich bringen. Die zweite Nachfrage geht an den Kollegen Kressel von der FDP. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Senator Geisel, inwieweit müssen wir denn diese Straftaten linksextremistischer Strukturen, die hier Beamte des Landes Berlin denunzieren, als Folge davon betrachten, dass sie zwar in ihrem Koalitionsprogramm den Kampf gegen Rechtsextremismus befürworten, was natürlich vollkommen richtig ist, dort aber kein Wort vorhanden ist, was den Kampf gegen den in dieser Stadt ja doch sehr virulenten linken Extremismus angeht. Sehr schön, Herr Senator. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kressel, das ist so nicht richtig. Der Koalitionsvereinbarung, nach der Sie fragen, ist politischer Extremismus geächtet. Und ja, es gibt entsprechende Programme gegen Rechtsextremismus. Das ist gut und richtig. Und selbstverständlich habe ich aber an keiner Stelle Zweifel gelassen, dass wir uns genauso entschieden gegen Linksextremismus wenden. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung hüte ich mich jetzt aber vor Spekulationen. Das werden erstmal die Ermittlungsergebnisse abzuwarten sein. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Fuchs, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich frage den Senat, da wir jetzt in der glücklichen Situation sind, dass der Berlin-Pass auch für Wohngeldempfänger und Empfänger der SED-Opferrente zugänglich ist, wie weit die Umsetzung ist, wie die läuft und inwieweit die Bezüge einbezogen sind. Frau Senatorin Breitenbach, bitte schön. Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt im Senat beschlossen, dass es diese Ausweitung des Personenkreises gibt. Das sind etwa rund 30.000 zusätzliche Berechtigte, die einen Anspruch haben auf den Berlin-Pass. Der Berlin-Pass kann wie bisher auch in den jeweiligen Bezirksämtern beantragt werden. Die Bezirksämter wurden auch rechtzeitig darüber informiert, dass zum 1.2. der Berechtigtenkreis erweitert wurde, sind also darauf eingestellt und von daher können jetzt all diejenigen, die einen Anspruch haben, ihren Pass beantragen und alle werden auch noch mal darüber informiert, dass sie jetzt einen Anspruch haben. Ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, dass wir ja in der Koalitionsvereinbarung auch festgeschrieben haben, dass wir das gerne unbürokratischer gestalten würde, die Ausgabe des Berlin-Passes. Das möchten wir jetzt auch als nächstes angehen. Und zwar so, dass er nicht immer wieder erneut beantragt werden muss, sondern dass er mit der Beantragung der jeweiligen Transferleistung, sollte dem stattgegeben werden, dass dann auch gleichzeitig der Berlin-Pass damit reinfällt und den Leuten zugeschickt wird und auch bei der jeweiligen Verlängerung der Transferleistung auch automatisch verlängert wird. Das wäre gut für die Betroffenen, weil sie dann alle eben auch diese Lauferei nicht haben und automatisch den Berlin-Pass kriegen. Das wäre aber auch gut für die Bezirksämter, weil wir dadurch weniger Bürokratie hätten. Das werden wir jetzt mit
den bezirklichen Strukturen entsprechend auch vorbereiten und mit ihnen diskutieren. Und dann hoffen wir, dass wir das auch schnellstmöglichst verändern können. Vielen Dank. Frau Vogts, möchten Sie eine Nachfrage stellen? Nicht? Dann hat jetzt Herr Kollege Düsterhöff das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank. Auch vielen Dank für die Ausführungen, Frau Breitenbach. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache für, wie Sie schon sagten, 30.000 Berlinerinnen und Berliner. Und im Wesentlichen geht es ja darum, dass die Menschen dann den Anspruch auch haben auf das Berlin-Ticket S der BVG und der S-Bahn. Viele haben das Problem, dass sie, um die Kosten zu sparen, die Kosten zu reduzieren, ein Abo abgeschlossen haben. Gibt es Überlegungen, mal mit der BVG bzw. der S-Bahn darüber zu reden, ob man irgendeinen Weg findet, die abgeschlossenen Abos zurückzunehmen gegen eine Zahlung etc. pp., um dort auch noch in diesem Jahr wieder reinzukommen in das Berlin-Ticket S? Frau Senatorin. Ich hatte jetzt sehnsüchtig auf die Kollegin Popp geguckt. Also ich kann die Frage jetzt im Moment nicht beantworten. Dann muss ich dann tatsächlich auch nochmal mit der Kollegin Popp reden, weil das Sozialticket wird jetzt tatsächlich über diesen Einzelplan finanziert und die Kollegin Popp führt dann auch entsprechende Gespräche. Deshalb kann ich jetzt dazu nichts sagen. Aber ich nehme das jetzt einfach mit und wir verständigen uns darüber und dann kriegen Sie auch nochmal eine Antwort. Vielen Dank. Weitere Nachfragen haben wir nicht. Dann kommt jetzt Bündnis 90 Die Grünen dran mit Herrn Kollegen Moritz. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, welche Ergebnisse hat die Ausschreibung der Werberechte im öffentlichen Straßenland durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ergeben? Danke. Frau Senatorin Günther, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Moritz, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, vielleicht noch mal zur Erinnerung, bisher waren die Werberechte ja an den Betrieb der öffentlichen Toiletten gekoppelt. Das Land Berlin hat gar keine Einnahmen gehabt. Diese Verträge wurden gekündigt und seit 25 Jahren haben wir jetzt die Möglichkeit, das erste Mal wieder Einnahmen zu erzielen. Wir haben jetzt die Ausschreibung abgeschlossen. Es wurden 3 Lose vergeben. Das erste Los hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ging an die Firma Wall. Das zweite Los hat auch eine Laufzeit von 15 Jahren und geht an die Firma Ilk Außenwerbung. Und das dritte Los hat eine Laufzeit von 10 Jahren und geht an die Firma Mediateam. Die Werbeeinnahmen konnten dramatisch gesteigert werden. Das muss man so sagen. Wir haben wir sind ja in einer Situation, wo wir eine Gewinnbeteiligung für das Land Berlin an den Einnahmen uns verständigt haben. Das heißt, die Zahlen, die ich jetzt nennen werde, sind Prognosen. Aber das mit Abstand größte Los hat minimal Einzahlungen oder Einnahmen. Das heißt, es sind sehr belastbare Prognosen. Wir gehen davon aus, dass im Laufe dieser gesamten Zeit 350 Millionen Euro in die Kassen des Landes Berlin fließen. Da sind noch nicht eingerechnet die 90 Millionen Euro für die Eigenwerbung, die wir auch verabredet haben. Das heißt, über die gesamte Laufzeit rechnen wir mit 440 Millionen Euro. Wenn wir alle Einnahmen aufsummieren würden als Maximaleinnahmen, hätten wir ungefähr 500 Millionen Euro in der ganzen Laufzeit. Das ist aber nicht genug. Zu berücksichtigen ist auch, dass wir die Anzahl der Werbeanlagen reduziert haben um 30%. Und wir haben eine einheitliche Regelung der Gestaltung. Das heißt, auch das Stadtbild wird schöner. Wir haben weniger Werbung und wir haben sehr viel Geld in den Landeskassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Moritz, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Ja. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für diese positiven Meldungen. Ich gehe davon aus, dass mit diesen Summen dann auch die Versorgung der öffentlichen Toiletten sozusagen gut sichergestellt ist. Und ist denn dann auch ein weiterer Ausbau dieser Standorte, die ja als Option mal genannt worden ist, möglich? Bitte schön, Frau Senatorin. Wir gehen natürlich davon aus, augenblicklich läuft die Ausschreibung für die Toiletten noch bis 22. Februar. Wir gehen davon aus, dass wir Ende April den Zuschlag erteilen können, rechnen aber nach unseren Kalkulationen, dass zumindest für die Grundversorgung des Land Berlin 100 bis 130 Millionen in die Hand nehmen muss, vielleicht auch weniger. Wir wollen aber ja eine verbesserte Versorgung, das heißt noch 100 Toiletten mehr. Auch das ist natürlich mit den Geldern möglich. Summa summarum haben wir eine viel bessere Versorgung in Berlin mit Toiletten. Wir haben mehr Geld und weniger Werbung. Ich würde mal sagen, das ist Win-Win-Win. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Kollegen Buchholz von der SPD-Fraktion. Was? Moritz oder hat er meinen? Ja. Herr Moritz gesagt. Buchholz hat er echt, habe ich ihn verhört. Sorry. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bei mir ist akustisch was anderes angekommen. Vielleicht war ich der Einzige. Ich habe nochmal Moritz gehört. Frau Senatorin, dieses Ausschreibungsmodell war ja ganz neu und jetzt hoch erfolgreich, finanziell wie auch inhaltlich. Wird es denn jetzt hoffentlich eine Einigung geben mit der Firma Wall, die ja einen Zuschlag bei den Werberechten bekommen hat, dass sie sich nicht 2 Jahre lang weigern kann und weigern wird, Alttoiletten auf praktisch den neuen Betreiber dann zu übertragen, wovon viele Leute hier in der Stadt negativ betroffen werden, dass sie nämlich darauf warten, dass eine schicke neue Berliner Toilette nicht direkt aufgebaut werden kann, sondern eventuell lange Verzögerungen und Provisorien gebaut werden müssen. Frau Senatorin. Ja, vielen Dank, Herr Buchholz. In der Tat, auch da sind wir in Gesprächen. Natürlich gilt es, das zu verhindern. Aber da bitte ich noch das Abgeordnetenhaus um etwas Geduld. Wenn es da Neuigkeiten gibt, würde ich natürlich hier auch berichten. Vielen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion. Herr Kollege Bachmann hat das Wort. Ich frage den Senat, wie bewertet der Senat, dass eine wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilter Straftäter 215 Mal Freigang erhielt und einen dieser Freigänge kürzlich auch noch eigenmächtig um einen Tag verlängerte? Herr Senator Dr. Behrendt, bitteschön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sachverhalt, wie Sie geschildert haben, ist zutreffend. Es handelt sich um einen Strafgefangenen, der seit 2002, also jetzt im 16. Jahr, in der JVA Tegel sitzt. Wir sind gehalten, nicht zuletzt durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, auch Menschen, die schwere Straftaten begangen haben, eine Perspektive in ihrem Leben noch einmal in die Freiheit zu kommen, zu eröffnen. Wir sind ferner gehalten durch die Rechtsprechung, bei denjenigen, die zur Sicherungsverwahrung, anschließend Sicherungsverwahrung verurteilt wurden, in der Haftzeit mit ihnen so intensiv pädagogisch zu arbeiten, dass man die Sicherungsverwahrung vermeiden kann. In diesem Zusammenhang laufen hier therapeutische Bemühungen in diesem Einzelfall. Und es ist eingeschätzt worden von Gutachtern, dass ein Freigang zunächst begleiteter Ausgang, das ist dann runtergefahren worden bis hin zum Freigang, hier verantwortbar ist. Und das ist über das Jahr 2017 dann auch passiert. Er kam 215 Mal zurück. Beim 216 Mal kam er nicht zurück und damit hat er jetzt verwirkt, dass er weiter in den Freigang kommt. Von daher haben wir die Konsequenz gezogen. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen, Herr Kollege? Bitte schön. Ja, Sicherungsverwahrung wird ja verhängt, wenn jemand als Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft wird. War es in diesem Falle dann so, dass diese Einstufung schon revidiert worden ist, damit er Freigang erhält?
Herr Senator. Also die Anordnung der Sicherungsverwahrung erfolgte mit dem Urteil 2005. Das ist auch schon viele Jahre her. Und wie Sie wissen, ist auch bei Sicherungsverwahrten regelmäßig dann zu überprüfen durch Gutachter, durch Psychiater, durch Psychologen, ob hier weiterhin eine Gefährlichkeit gegeben ist. Hier ist es, wie gesagt, er saß ja noch nicht in Sicherungsverwahrung, er ist noch im Strafvollzug. Hier ist es gelungen, therapeutisch mit dem Gefangenen zu arbeiten während der Strafhaft. Und als ein Ergebnis dieser therapeutischen Arbeit kamen die Gutachter zu der Erkenntnis, dass das hier verantwortbar sei. Und wie gesagt, das hat ja 215 Mal geklappt, aber jetzt kommt er nicht mehr raus. Vielen Dank. Weitere Nachfragen haben wir nicht. Dann kommen wir jetzt zur FDP-Fraktion. Herr Kollege Schmidt hat das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, wann hat die zuständige Senatsverwaltung bei den Ausschreibungen zur S-Bahn bzw. der vorgeschalteten Markterkundung entschieden, den Fahrbetrieb einerseits und Fahrzeugkauf und Instandhaltung andererseits voneinander zu trennen? Aus dem Verkehrsausschuss kann ich mich nämlich nicht erinnern, dass das in den diversen Beratungen angesprochen wurde. Frau Senatorin Günther, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Schmidt, vielen Dank. In der Tat, wir sind jetzt in der Phase, dass wir für die Jahre 26 bis 33 neue Fahrzeuge beschaffen müssen, weil 500 Fahrzeuge rauslaufen und zur Sicherung des Fahrbetriebs müssen wir bestimmt noch weitere 100 Fahrzeuge anschaffen. Augenblicklich entscheidet sich, wie die Struktur sein soll über Herstellung, Instandhaltung, Betrieb. Da sind wir in der Diskussion. Es gibt keine Vorfestlegung über das Modell, wie es wie es zukünftig sein soll. Was wir aber wohl machen, wir prüfen alle Alternativen. Das heißt, wir wollen nicht nur ein Unternehmen beauftragen, sondern wir wollen natürlich auch herausfinden, gibt es Alternativen zu dem, wie wir es im Moment gemacht haben, und dazu dient diese Markterkundung. Diese Markterkundung soll Ende Januar gestartet werden. Da gibt es im Moment Gespräche, was genau erkundet werden soll. Aber auch da gibt es keine Vorfestlegung. Wir sind ja in Diskussionen und wir können das gerne im Ausschuss weiter besprechen. Vielen Dank. Nachfragen sehe ich keine. Oder doch? Bitte schön, Herr Schmidt. Dann haben wir das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Senatorin. Wenn jetzt noch die Diskussion überhaupt erst stattfindet, in welchen Strukturen das aufgegliedert wird, besteht da die Gefahr, dass sich die dringend benötigte Fahrzeugbeschaffung dadurch verzögert über die ursprünglich geplanten Termine hinaus? Frau Senatorin. Was richtig ist, wir haben höchsten Zeitdruck. Das ist, glaube ich, da kann man nicht drum herum reden. Aber wir gehen davon aus, wenn wir die Markterkundung Ende Januar starten, die würde bis Sommer dauern und wir könnten dann im Oktober, starten mit Ausschreibung etc., dass wir dann in diesem Zeitplan sind. Praktisch von Beginn bis die Fahrzeuge geliefert werden, rechnet man 7 Jahre. Und ich habe Ihnen den Zeithorizont genannt von 26 bis 33. Das würde klappen, aber es gibt jetzt auch keine Zeit mehr zu verlieren. Vielen Dank. Die Runde nach Stärke der Fraktionen ist damit beendet. Nun können wir die weiteren Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Ich werde diese Runde mit einem Gongzeichen eröffnen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden hier nicht erfasst und bleiben deshalb unberücksichtigt. So. Ja, es hat noch nicht gegongt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da blinkt's, aber passiert nichts. So, wo ist jetzt der Anmeldung? Start. Fragestellerinnen
und Fragesteller die Möglichkeit zur Anmeldung hatten. Ich habe die Anmeldung beendet. Dann verlese ich Ihnen die Liste der Namen der ersten 10 Wortmeldungen. Frau Kollegin Demir Bücken-Wegner, Herr Kollege Schulz-Berndt, Herr Frederici, Frau Kollegin Jasper Winter, Herr Kreff, Frau Kapek, Herr Standfuß, Herr Buchholz, Herr Dr. Bronson und Herr Wanzner. Frau Demir Bücken-Wegner, Sie haben das Buchholz Nummer 74 ist. Herr Christian Buchholz. Bitte schön, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich frage dem Senat, ist die seit langem angekündigte Personalentscheidung der Bildungssenatorin letztmalig erfolgt in der Plenarsitzung am 30. November 2017 hinsichtlich der Besetzung der Fährmannstelle für die Insel Scharfenberg nach mehr als 12 Monaten Vakanz endlich getroffen worden? Und Scheres, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Demir Bücken-Wegner, ich freue mich, dass Sie die Frage wieder stellen. Damit habe ich ja wieder gerechnet. Ich hatte ja beschrieben, dass wir die Stelle ausgeschrieben hatten. Und es ist uns gelungen, einen dritten Fährmann in den Dienst aufzunehmen, der seinen Dienst angetreten hat am 3.1. Eine weitere Ausschreibung läuft für einen Fährhelfer. Hier läuft die Ausschreibung bis zum 12.1. und entsprechend des Verlaufs der Verfahren wird das Verfahren in den Winterferien abgeschlossen sein. Sozusagen die Zeiten, dass man die Insel erreichen und auch verlassen kann, bis 20 Uhr sind dadurch gewährleistet. Und ich biete Ihnen gerne an, dass wir gemeinsam auch mal rüberfahren. Ja? Gut. Vielen Dank. Frau Kollegin, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön, dann bekommen Sie das Wort. Kann ich nur hoffen, Frau Senatorin, dass der eingestellte neue Fährmann nicht krank wird und wir denn nicht selber paddeln müssen? Wann wird dann der zweite Fährmann-Gehilfe eingestellt? Können Sie dazu noch etwas sagen? Weil man muss ja auch Vorsorge treffen in solchen Fällen. Frau Senatorin. Frau Demir Bücken-Wegner, ich hatte es ja gerade beschrieben, dass die Ausschreibung noch läuft und abgeschlossen ist zum 12.01. Und dann gibt es ja entsprechende Beteiligungsverfahren und so weiter und so fort, dass ich davon ausgehe, dass wir hier auch eine Einstellung bis zu den Winterferien letztendlich auch umsetzen können. Weitere Nachfragen gibt es nicht. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Kollegen Schulz-Berndt von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat. Wir haben erfahren, dass wieder 1 Milliarde zusätzlich in den Flughafen BER investiert werden müssen. Ich möchte gerne wissen, wie sieht der Senat die Amortisationszeit einer solchen Investition? Gibt es überhaupt irgendeine Chance, dass dieser Flughafen profitabel für die Stadt Berlin Rendite abwirft? Frau Staatssekretärin Suthoff, bitteschön. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Fakt ist, dass die Flughafengesellschaft dem Aufsichtsrat im Dezember 2017 bekannt gegeben hat, dass die Eröffnung des Projekts BER sich hinziehen wird bis Ende 2020. Das sind sorgfältige Analysen, die dort stattgefunden haben auf der Baustelle und die zu dieser Einschätzung geführt haben. Diese Einschätzung ist auch dadurch bedingt, dass Investitionen dort getätigt werden, die sich auch auf die Erhöhung der Anfangskapazität beziehen. Dieses alles zusammengenommen kann man sehr zuversichtlich sein, dass dieser Flughafen BER, wenn er denn ans Netz gehen wird im Jahr 2020, ein sehr
profitables Infrastrukturprojekt sein wird. Da unterscheidet dieser Flughafen sich nicht von vergleichbaren Projekten. Man hat dort erheblich höhere Einnahmen für die einzelnen Flugbewegungen und man hat auch einen erheblich besser nutzbaren Non-Aviation-Bereich, als man ihn derzeit hat. Vielen Dank. Wünschen Sie, eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Suthoff. Ich hatte die Wahrnehmung, dass Sie zur Frage nach der Amortisationsdauer noch nichts sagten. Aber vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Aber die zweite Frage ist diejenige, sehen Sie irgendeine Herausforderung hinsichtlich der EU-Beihilfegenehmigungen angesichts des zusätzlichen Finanzbedarfs oder halten Sie das eigentlich nur für eine Frage von Liquiditätsabfluss, der irgendwie gesteuert werden muss? Frau Staatssekretärin, bitteschön. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Amortisation eines solchen Infrastrukturprojektes ist auf jeden Fall eine langfristige Amortisation. Da unterscheidet sich dieses Infrastrukturprojekt nicht von anderen Infrastrukturprojekten gleicher Art und Güte. Zum Zweiten ist es so, dass die Frage des nun insbesondere durch die weiteren Investitionen und durch den verschobenen Inbetriebnahmetermin verursachten Kosten Gegenstand der Überarbeitung des Businessplans des Flughafens sind. Das findet derzeit in der Flughafengesellschaft statt und wird dem Aufsichtsrat Anfang März des Jahres bekannt gegeben werden. Solange man diese Überarbeitung nicht kennt, weiß man nicht, inwieweit zusätzlicher Finanzbedarf überhaupt entsteht und wann er entsteht und wie er gedeckt werden soll. Man kann davon ausgehen, dass zusätzlicher Finanzierungsbedarf besteht. Man muss aber auch berücksichtigen, dass es derzeit so ist, dass ein Gesellschafterdarlehen noch nicht abgerufen ist in einer dreistelliger Millionenhöhe und dass auch ein Bankdarlehen in der Höhe von über 1 Milliarde Euro noch nicht abgerufen ist. Man wird sich also damit auseinanderzusetzen haben, wie der Businessplan überarbeitet wird und wie die Ziehungspläne dann im Einzelnen aussehen werden und wie die Budgets gebildet werden. Da kann ich im Moment keine Antwort geben, denn die wäre spekulativ. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht an den Kollegen Otto von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Staatssekretärin, habe ich Sie richtig verstanden, dass diese kolportierten 1 Milliarde oder 1,1 Milliarde wesentlich dem Ausbau dienen und der Kapazitätserhöhung und nicht unbedingt der Fitmachung für die Eröffnung? Frau Staatssekretärin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, auf jeden Fall wird ein Teil der zusätzlichen Investitionen sich auf den Ausbau beziehen. Die Flughafengesellschaft hat, und zwar bereits in der letzten Aufsichtsratssitzung, bekannt gegeben, dass sie einen Investitionsbedarf bis zum Jahr 2030 in Höhe von knapp 3 Milliarden Euro sieht. Unabhängig davon werden zusätzliche Kosten durch die Verschiebung der Eröffnung entstehen, und zwar einerseits dadurch, dass die erwähnten Einnahmen aus den erhöhten Entgelten und aus dem Non-Aviation-Bereich zunächst ausbleiben und zum anderen dadurch, dass schlicht das Unterhalten der Baustelle auch nicht umsonst ist. Aber insoweit müssen wir die Einschätzung und den Businessplan der Flughafengesellschaft abwarten, denn insbesondere ist es ja so, dass Liquidität noch zur Verfügung steht und wir im Moment noch nicht wissen, wann zusätzliche Mittel erforderlich werden und ob diese zusätzlichen Mittel zum Beispiel durch ein ganz einfaches Bankdarlehen abgedeckt werden können. Dazu wird die Flughafengesellschaft Vorschläge unterbreiten und alle weiteren Fragen werden sich von dort aus ableiten. Vielen Dank. Dann hat als nächstes die Möglichkeit zur Frage der Kollege Friederici. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage den Senat, gibt es hinsichtlich der aktuell geschlossenen Kindernotfallambulanz des Universitätsklinikums Benjamin Franklin der Charité in Steglitz einen neuen Sachstand, diese wieder dauerhaft zu eröffnen und die ärztliche Direktion der Charité auch von diesem Vorhaben zu überzeugen, beispielsweise im Aufsichtsrat? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön.
Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Friederici, nach der letzten Plenarsitzung hat das auch in dieser Woche im Wissenschaftsausschuss natürlich eine Rolle gespielt. Und wie hier im Plenum angekündigt, hatten wir ja dann auch durch direkte Gespräche darauf gedrungen, dass über die Feiertage, über die Weihnachtszeit auf jeden Fall die Notfallversorgung aufrechterhalten wird am Standort Benjamin Franklin. Und selbstverständlich haben wir auch vermittelt, dass wir ein langfristiges, tragbares Konzept haben wollen für den Südwesten, dass dort die betroffenen Eltern und Kinder auch vernünftig versorgt werden. Am 15. Februar wird uns dazu ein entsprechendes Konzept vorgelegt, wo möglicherweise auch die Ärzte in der Region mit einbezogen werden, aber selbstverständlich auch der Standort Benjamin Franklin eine Rolle spielt. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat der Kollege Friederici das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Danke, Herr Regierender Bürgermeister. Ich frage Sie im Nachgang zu Ihrer Aussage eben, mit welcher Prognose rechnen Sie damit, dass die Kindernotfallambulanz eben als in diesem Konzept, was Sie eben andeuteten, am 15. Februar weiter erhalten bleibt oder nicht? Werden Sie sich persönlich dafür einsetzen, dass es wieder einen 24-Stunden-Betrieb gibt oder nicht? Herr Regierender Bürgermeister, bitte sehr. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, das Entscheidende, dass es eine lückenlose, zuverlässige und hervorragende Versorgung gibt für die Betroffenen. Darum geht es. Und es muss eben auch ein langfristig tragbares Konzept sein. Wir werden deswegen sehen, wie die Vorschläge der Charité aussehen werden. Aber auf jeden Fall werden wir nicht akzeptieren, wenn es zu irgendwelchen Versorgungslücken kommen sollte in diesem Vorschlag, dann müsste nachgearbeitet werden. Weitere Nachfragen gibt es nicht. Dann hat als nächstes die Kollegin Jasper Winter das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vor dem Hintergrund, dass auf der Berliner Silvestermeile ein Sicherheitszelt, Women's Safety Area, aufgebaut wurde, frage ich den Senat, wie bewertet der Senat das Hilfsangebot in Bezug auf die Annahme des Angebots und eine etwaige Fortsetzung im kommenden Jahr? Herr Senator Geisel, bitte. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich danke Ihnen herzlich für die Frage, weil sie mir Gelegenheit gibt, einige aufgeregte Berichterstattungen und einige aufgeregte politische Kommentare richtig zu stellen. Es hat keine Schutzzone für Frauen auf der Silvestermeile gegeben. Es gab ein Zelt, in dem Betreuung angeboten wurde für Frauen, die sich auf der Veranstaltung belästigt gefühlt haben. Das Zelt wurde am Silvesterabend von 5 Frauen genutzt. Hintergrund dieser Einrichtung waren die Erfahrungen, die seit 2003 auf dem Münchner Oktoberfest gemacht wurden. Da gibt es ebenfalls ein solches Zelt, was dort genutzt wird. Und diese Einrichtung in München ist seither auch mehrfach öffentlich ausgezeichnet worden für diese Leistung. Das hat sich auch auf der Silvestermeile bewährt und ich gehe davon aus, dass dieses Angebot des Veranstalters, es handelt sich nämlich nicht um ein Angebot der Berliner Polizei, sondern um eine Einrichtung des Veranstalters, dann auch auf der nächsten Silvesterfeier am Brandenburger Tor wieder so eingerichtet wird. Insgesamt verliefen die Silvesterfeiern in Berlin vergleichsweise ruhig. Es gab wieder eine Reihe von Feuerwehreinsätzen und Polizeieinsätzen, die sich etwa auf dem Niveau des vergangenen Jahres bewegten. Es gab einzelne Vorfälle sexueller Belästigung, betone auch nochmal einzelne Vorfälle. Und es ist gelungen, bei einer Vielzahl dieser Vorfälle oder die entsprechenden Täter zu ermitteln und dingfest zu machen und entsprechende Verfahren einzuleiten.
Ich nehme an der Stelle, weil Sie nach der Silvesterfeier fragen, nochmal hier ausdrücklich die Gelegenheit, den eingesetzten Kräften der Feuerwehr und der Polizei an diesem Tag und der sonstigen Hilfskraft an diesem Tag ausdrücklich für ihr Engagement zu danken. Und sage nochmal, dass ich mich in besonderer Weise darüber geärgert habe, dass an diesem Silvester abermals Dienstkräfte, Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen worden sind, mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden sind. Und füge hinzu, dass das auf Dauer nicht hinnehmbar ist und dass zum Glück auch an diesem Fall die Berliner Polizei einer ganzen Reihe von Täterinnen und Tätern habhaft geworden ist. Und fordere dann nochmal ganz ausdrücklich, dass die verschärften Strafen, die seit Mai vergangenen Jahres gelten, dann hier auch zur Anwendung gebracht werden, damit auch deutlich wird, dass die Gesellschaft solche Angriffe auf Hilfskräfte ächtet. Vielen Dank. Das Wort für eine Nachfrage hat die Kollegin Jasper Winter. Welche weiteren Maßnahmen gab es denn in der Silvesternacht auf der Silvestermeile zum Schutz gerade von Frauen? Oder war das Zelt die einzige Maßnahme? Herr Senator. Nein, selbstverständlich nicht. Wir hatten in der Silvesternacht nach meiner Kenntnis 3.400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die Sicherheitskräfte an der Festmeile waren in besonderer Weise gewarnt und aufgefordert worden, solche Übergriffe, überhaupt Gewalttaten in besonderer Weise zu ahnden und dort die Augen offen zu halten. Wir hatten zahlreiche Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, sowohl in Uniform als auch als Zivilstreifen. Und das Ergebnis dieses Einsatzes, dass wir verschiedener Täter habhaft werden konnten, zeigt auch den Erfolg dieser Maßnahmen. Dann hat das Wort zu einer weiteren Nachfrage der Abgeordnete Wild. Schönen Dank, Frau Präsidentin. Herr Senator, glauben Sie, dass das Gewaltpotenzial, was dort bei der Silvesterveranstaltung herrschte, mit der Tatsache in Zusammenhang steht, dass dort kaum noch deutsche Bürger waren? Herr Senator. Frau Präsidentin, sehr geehrter Abgeordneter Wild, nein, das glaube ich nicht. Ich war in der Silvesternacht unterwegs, um mich davon zu überzeugen, wie die Sicherheitsvorkehrungen laufen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei und der Feuerwehr zu danken für ihren Einsatz. Und so war ich auch bei der Silvesterfeier am Brandenburger Tor. Und ich habe mir jetzt nicht die Ausweise zeigen lassen und würde mich da jetzt nicht an... Ich würde mich nicht an Spekulationen beteiligen. Ich hatte den Eindruck, dass viele Touristinnen und Touristen anwesend waren und viele davon sprachen Deutsch, sodass ich davon ausgehe, dass die unterschiedlichsten Nationalitäten in unserer bunten und freien Stadt an Silvester gefeiert haben. Vielen Dank. Als nächstes hat die Kollegin Bentele das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich frage den Senat, können Sie uns sagen, seit wann konkret es Indizien dafür gibt, dass der Grundschullehrer Nikolai Nehrling das Grundgesetz in Frage stellt, den Holocaust leugnet, als Reichsbürger agiert und welche Kontrollen und Beweissicherungen gegenüber diesem Lehrer seither stattgefunden haben? Frau Senatorin Schieres, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bentele, ich habe da, glaube ich, eben ausführlich drauf geantwortet und kann mich da gerne wiederholen. Nachdem ich Kenntnis hatte von den Tätigkeiten, von den YouTube-Videos in der Öffentlichkeit, habe ich direkt gehandelt. Und ich glaube, dass es auch klar geworden ist, dass die Senatsverwaltung Anzeige erstattet hat. Und ich möchte einfach auch noch mal an der Stelle sagen, wir haben 35.000 Lehrkräfte, die wir in ihrer Freizeit
nicht beobachten. Aber wenn wir Hinweise bekommen, reagieren wir darauf. Das finde ich wichtig und das ist eine wesentliche Aufgabe eben auch der Schulaufsichten und entsprechende Gespräche, wenn es Auffälligkeiten insgesamt gibt. Hier finden dann Gespräche über die Schulaufsicht und oder auch, es gibt ja ein bestimmtes abgestuftes Verfahren oder die Schulleitung werden hier auch tätig und das hat eben auch stattgefunden und dass wir uns in einem Verfahren befinden, das ist eben angesprochen worden. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat die Kollegin Bentele das Wort. Ich glaube, die Frage ist noch nicht richtig beantwortet. Ich interessiere mich für den Zeitraum zwischen der Tatsache, wo Ihre nachgeordneten Stellen Kenntnis bekommen haben darüber, dass das Grundgesetz geleugnet wird, dass ein Reichsbürger als Lehrer tätig sein soll. Wie viel Zeit lag zwischen den Erkenntnissen und jetzt dem Stellen der Strafanlage? Der YouTube-Kanal soll seit 3 Monaten betrieben werden. Warum wird erst jetzt nach Druck der Presse und der Politik Anzeige gestellt? Frau Senatorin. Sehr geehrte Frau Bentele, also nach unseren Informationen laufen über den YouTube-Kanal seit Dezember sozusagen diese unterschiedlichen Dinge. Und ich kann hier sagen, dass es im Gespräch, dass es Gespräche schon im Dezember gegeben hat. Dann hat die Möglichkeit zu einer weiteren Nachfrage der Kollege Friesdorf. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Senatorin, war der Dezember auch der Zeitpunkt, ab dem die Senatsbildungsverwaltung konkret die ersten Hinweise erhalten hatte oder war es im Haus schon vorher bekannt? Frau Senatorin, bitte sehr. Die Lehrkraft ist schon des Längeren auffällig gewesen und hier hat es auch diesbezüglich Gespräche gegeben. Und in Bezug auf die YouTube-Videos ist dieses uns seit kurzem erst bekannt. Ich habe ja angesprochen, ich habe darauf reagiert und es hat Gespräche über die Schulaufsicht gegeben. Dann hat als nächstes die Möglichkeit zur Frage die Kollegin Kappeck. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich frage den Senat, wie bewerten Sie den Auszug der Geflüchteten, den Polizeieinsatz und die Sicherung der Gerd-Hauptmann-Schule im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg? Herr Senator Geisel, bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Abgeordnete Kappeck, ich bewerte den Auszug der Flüchtlinge und die Übergabe der Gerd-Hauptmann-Schule am heutigen Tag sehr positiv. Unser Ziel war die Deeskalation. Was wir unbedingt vermeiden wollten, waren die Verhältnisse wie im Sommer 2014, als über eine Woche lang der gesamte Kiez in einem Ausnahmezustand war. Und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, das ja die Räumung betrieben hat, hat dort, denke ich, sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Wir befanden uns in einem sehr guten Austausch. Das hat dazu geführt, dass die verbliebenen 11 Flüchtlinge gestern in andere Unterkünfte verbracht werden konnten. Da bedanke ich mich nochmal ausdrücklich bei der Senatsverwaltung für Integration und dem LAF für die Verfügungstellung dieser Unterkünfte. Das hat dann dazu geführt, dass keine Räumung stattfand, dass heute Morgen um 8 die Gerichtsvollzieherin leere Räume vorgefunden hat. Die Räumlichkeiten sind dann übergeben worden. Es gab noch eine begleitende Demonstration, die heute Morgen um 7.45 Uhr begann, glaube ich, so mit 50 oder 60 Teilnehmern, die dann im Laufe der Demonstration auf 200 Teilnehmer anwuchs. Gegenwärtig läuft gerade die Abschlusskundgebung auf dem Oranienplatz mit
jetzt noch etwa 40 Teilnehmern, wie mir mitgeteilt worden ist, war ein friedlicher Verlauf. Und ich gehe dann davon aus, dass dann dieses Kapitel abgeschlossen ist und das Gebäude der Gerhard-Hauptmann-Schule anderweitigen Zwecken zur Verfügung steht. Und dann nach einer Sanierung, die erforderlich ist, wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden kann. Insgesamt war das ein wirklich guter Einsatz. Und Sie haben gefragt, wie ich das bewerte. Ich bewerte das sehr positiv. Ein guter Verlauf. Und die Kollegin Köpek hat das Wort für eine Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Auch von meiner Seite Dank an den Senat. Wenn dieses Kapitel abgeschlossen ist, frage ich mal nach dem nächsten Kapitel. Worin sieht der Senat Perspektiven für den Standort? Wird er ein geplantes Zentrum für Geflüchtete dort unterstützen? Herr Senator. Ja, Frau Abgeordnete Kappeck, da wären jetzt noch Gespräche mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg zu führen. Es ist ja insgesamt in der Stadt so, dass wir einen deutlichen Bedarf an Schulplätzen haben und Kitaplätzen haben. Und nach meiner Kenntnis, dass auch auf den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zutrifft. Und insofern würde sich jetzt nach meiner Auffassung ein bestehendes Schulgebäude auch dafür anbieten, wenn das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg dort andere Pläne hat. Und nach meiner Kenntnis ist das so, dass ein solches Zentrum eingerichtet werden soll. Dann ist das sicherlich auch möglich. Es wäre dann zu klären, in welcher Größenordnung das Gebäude dafür zur Verfügung stehen müsste oder ob noch andere Bereiche in dem Gebäude oder auf dem Grundstück für anderweitige Nutzung möglich wären. Ich gehe davon aus, dass dort weitere Gespräche stattfinden. Voraussetzung war jetzt erstmal, dass heute das leere Gebäude übergeben worden ist und alles Weitere wird sich dann zeigen. Ich bin offen gesagt im Moment nicht informiert, ob sich diese Pläne schon in der Investitionsplanung des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg wiederfinden. Gegebenenfalls müsste das dann nochmal geklärt werden, um das tatsächlich umsetzen zu können. Dann hat die Möglichkeit zu einer weiteren Nachfrage die Kollegin Beukert-Eulitz. Ja, ich würde die Nachfrage von Frau Kapik noch mal verstärken wollen. Gibt es die politische Bereitschaft des Berliner Senates, dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bei einer Einrichtung eines Flüchtlingszentrums, insbesondere auch sozialpolitische Fragen dort zu ergänzen, ob es diesen Willen gibt? Frau Senatorin Breitenbach, bitte. Ja, vielen Dank. Also die Diskussion, ob da ein Flüchtlingszentrum reinkommt, die ist ja schon seit vielen Jahren. Wir sind jetzt auch mit dem Bezirk im Gespräch, also die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Und wir würden das natürlich unterstützen. Wie sich das jetzt im Einzelnen ausgestaltet, müssen wir weiter erklären. Aber wie gesagt, wir sind seit einiger Zeit im Gespräch. Diese Gespräche werden wir auch fortführen. Und ich denke, wir sind da auch auf einem guten Weg, dass sich dieses Projekt dann auch umsetzen lässt, gemeinsam mit dem Bezirk und der Landesebene. Vielen Dank. Dann hat die Möglichkeit zur nächsten Frage der Kollege Standfuß. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, zum Schluss noch eine spannende Frage aus dem Bereich des Sports. Ich frage den Senat, wie der Sachstand bezüglich der Umbaupläne des Olympiastadions sind, beziehungsweise eines möglichen Neubaus für Hertha BSC. Herr Senator Geisel. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Abgeordneter Standfuß, dort kann ich im Moment noch keinen neuen Stand berichten. Sie wissen, dass wir uns in vertrauensvollen Gesprächen mit Hertha BSC befinden. Das ist auch gegenwärtig der Stand. Wir sind im Moment in der Phase zu überprüfen, was technisch möglich ist, was baurechtlich möglich ist. Und dort gibt es verschiedene Studien, die in Auftrag gegeben
vergeben worden sind, an zwei Architekturbüros, um einmal den Umbau des Olympiastadions technisch zu überprüfen und einmal einen Neubau in der Nähe des Olympiastadions technisch zu überprüfen. Bei beiden Untersuchungen gibt es verschiedene Sachstände. Für einen Umbau ist mir bekannt, dass drei verschiedene Varianten ausgearbeitet worden sind. Die müssen zunächst noch mal denkmalrechtlich gegengeprüft werden und auch die Frage des finanziellen Umfangs eines solchen Umbaus muss geprüft werden und auch die Frage eines Neubaus ist mit verschiedenen Fragen verbunden, unter anderem der, dass die Inanspruchnahme eines Grundstückes wesentlich größer sein wird für den Neubau eines Stadions, als das in der Studie zu sehen war, die dem Sportausschuss vorgestellt worden ist. Also der Flächenbedarf für ein neues Stadion wesentlich größer ist, weil Entfluchtungsflächen etc. mit eingerechnet werden müssen. Das wird gegenwärtig bewertet. Dann wird es ein Gespräch der eingerichteten Steuerungsgruppe mit Hertha BSC geben. Und dann werden wir die Ergebnisse dieser Studie in der Öffentlichkeit vorstellen. Eine Nachfrage vom Kollegen Steinfuß, bitte sehr. Gibt es eine gewisse Präferenz des Senats für die eine oder für die andere Lösung? Herr Senator Geisel. Ja, sehr geehrter Herr Steinfuß, die Klugheit gebietet, zunächst abzuwarten, was die Studien ergeben und sich dann zu äußern. Ansonsten treten wir wieder in die Phase ein, dass Hertha und der Senat übereinander reden und nicht miteinander reden. Und Herr Gegenbauer und ich haben uns in die Hand versprochen, dass wir das nicht tun. Und zunächst erstmal abprüfen, welche Schwierigkeiten es gibt, die Rahmenbedingungen feststellen und dann eine Bewertung vornehmen. Und daran möchte ich mich halten. Dann hat die Möglichkeit zur nächsten Frage der Abgeordnete Christian Buchholz. Entschuldigung, Herr Kollege, ich habe übersehen, dass der Kollege Zillig noch eine Nachfrage hatte. Dann würden wir die erst kurz noch abarbeiten. Es wäre nett, wenn Sie sich so lange noch mal hinsetzen würden. Dankeschön. Herr Kollege Zillig mit der zweiten Nachfrage. Ja, ich habe die Nachfrage, wir sind jetzt noch mal beim Thema Olympiastadion. Ich habe die Nachfrage, inwieweit in der Senat die Erfahrungen der vertraglichen und gesellschaftsrechtlichen Zusammenarbeit mit Hertha BSC bisher einfließen lässt in seine Meinungsfindung. Herr Senator Geisel. Ja, Abgeordneter Zillig, wir befinden uns in guten Gesprächen. Es hat verschiedenste Verhandlungen gegeben. Wir glauben, dass der Vertrag, der zur Anmietung des oder zur Nutzung des Olympiastadions mit Hertha BSC geschlossen wurde, für Hertha BSC eine gute wirtschaftliche Lösung ist. Allerdings hat uns, wie Sie wissen, Hertha mitgeteilt, dass sie damit nicht zufrieden sind und da mehr als 50% der Nutzung im Olympiastadion an Hertha BSC hängen, haben wir ein großes Interesse daran, Hertha in der Stadt und möglichst auch Olympiastadion zu halten. In der Folge wäre ja ein Ausfall einer Nutzung des Olympiastadions durch Hertha für das Land Berlin ebenfalls wirtschaftlich unangenehm bis sehr teuer, so würde ich es mal formulieren. Und deshalb ist es, denke ich, eine Selbstverständlichkeit, dass wenn der Hauptmieter des Stadions sagt, wir müssen reden, wir mit ihm miteinander reden. Und wichtig ist, dass wir aus der Phase, dass jeder mal eine Idee hat und jeder eine Vision formuliert, aber das nicht genau gerechnet ist, herauskommen und dass wir das genau bewerten. Und in dieser Phase befinden wir uns und deshalb muss das sachlich bewertet werden und dann werden wir das öffentlich vorstellen. Ich gehe davon aus, dass es danach immer noch Entscheidungsbedarf gibt. Also das ist eine, weil beide Varianten, so viel kann ich schon sagen, durchaus mit finanziellem Aufwand verbunden sind und eine Entscheidung dann getroffen werden muss. Aber wichtig ist, solche Entscheidungen dann auf fundierter Grundlage zu treffen und nicht auf der Grundlage von Vermutungen. Vielen Dank. Und nun der Abgeordnete Buchholz mit der letzten Frage des heutigen Tages. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich frage den Senat. Nach Medienberichten wurde die Ermittlungsgruppe Hütchenspiel der Berliner Polizei aufgelöst. Wie rechtfertigt der Senat, dass auf die mehrfache Forderung der Ermittlungsgruppe nach personeller Aufstockung mit deren Auflösung reagiert wurde?
seid. Herr Senator Geisel. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Abgeordneter Buchholz. Zunächst ist in Sachen Hütchenspiel zu sagen, dass wir nach Einschätzung der Polizei in Berlin etwa 50 Hütchenspieler haben, die sich temporär in der Stadt aufhalten und also einreisen, um hier professionell diesem, ich nenne es mal, Betrug nachzugehen. Es ist vor einigen Jahren dann beim Landeskriminalamt eine Einsatzgruppe Hütchenspiel gegründet worden, die dann mit 4 Personen besetzt war. Das ist reduziert worden auf 2 Personen. In den letzten Jahren waren also 2 Mitarbeiter des LKA damit beschäftigt, diese Form der Kriminalität in der Stadt zu bekämpfen. Wir haben jetzt entschieden, dass diese Gruppe im LKA aufgelöst wird und dass das eine Aufgabe ist der Direktion und der Polizeiabschnitte vor Ort, wenn sie Hütchenspiel feststellen, dann auch polizeilich dagegen vorzugehen und dieses Spiel zu unterbinden. Der Hintergrund der Entscheidung ist aber ein durchaus ernsthafter und weitreichender. Der Anschlag vom 19. Dezember 2016 auf dem Breitscheidplatz hat deutlich gemacht, welche Gefahr von terroristischen Anschlägen für unsere Stadt ausgeht. Und die Berichte, die der beauftragte Sonderermittler Joost vorgelegt hat und die Diskussionen, die in diesem Zusammenhang stattgefunden haben, haben ja deutlich gemacht, dass die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim polizeilichen Staatsschutz bei denjenigen, die damit beauftragt sind, diesen Terroristen das Handwerk zu legen, sie zu beobachten und sie gegebenenfalls dingfest zu machen, dass die Personalsituation in dem Bereich sehr schlecht ist, sowohl die Personal- als auch die Ausstattungssituation. Und wir sind gehalten, diese Situation dringend zu verbessern. Als Sofortmaßnahme haben wir deshalb im Frühjahr 2017 entschieden, eine der 8 Mordkommissionen Berlins abzuziehen und zum polizeilichen Staatsschutz zu geben. Seither arbeiteten nur noch 7 Mordkommissionen in Berlin. Wir haben zwar gegenwärtig ein 10-Jahrestief bei Mord und Totschlag, also man Vergleich zu geben. Im Jahr 1990, Anfang der 90er Jahre, hatte Berlin etwa 200 Morde. Das waren im vergangenen Jahr noch 85 Morde. Also es ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Trotzdem führt die Verringerung um eine Mordkommission dazu, dass die Dienstzeitenbelastungen der verbliebenen 7 Mordkommissionen deutlich gestiegen sind. Da werden also Überstunden angehäuft. Sie kennen das vielleicht als Tatort sehr, dass die Ermittelnden, also nicht viel beim Tatort stimmt mit der realen Arbeit überein, aber die Arbeitsbelastung, die dort gezeigt wird, die ist allerdings real. Die Kollegen haben keine Freizeit, wenn sie im Dienst sind und arbeiten praktisch rund um die Uhr. Und wenn nur noch 7 Mordkommissionen im Einsatz sind, führt das zu einer, wenn das eine Dauerbelastung ist, zu einer erheblichen Belastung der Kolleginnen und Kollegen. Und die Entscheidung musste also getroffen werden, diese Mordkommission wieder zurückzuführen. Da wir gleichzeitig im Doppelhaushalt beschlossen haben, das LKA mit über 100 Expertinnen und Experten zu verstärken, kann man das verantwortlich treffen. Trotzdem müssen diese Experten ja erstmal eingestellt werden. Sie finden ja Experten im polizeilichen Staatsschutz nicht einfach so, sondern die müssen erst eingestellt und dann ausgebildet werden. Und diese Zeit muss ebenfalls überbrückt werden. Deshalb gibt es im Moment oder gab es am Ende vergangenen Jahres eine aufgabenkritische Überprüfung im Landeskriminalamt. Und wir haben in den verschiedensten Bereichen des Landeskriminalamtes 60 bis 80 Personalstellen ausfindig gemacht, die wir in den polizeilichen Staatsschutz geben. Dabei haben wir beispielsweise bei der Gewerbeaufsicht die Aufgabenverlagerung vornehmen müssen. Wir haben auch bei einer Sonderkommission illegalen Zigarettenhandel die Personen in den polizeilichen Staatsschutz gegeben und so jetzt auch die beiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Hütchenspiel. Diese Aufgaben für die Polizei fallen nicht weg, aber die werden sehr wohl auf die Abschnitte verlagert, wird also weiter wahrgenommen. Und diese veränderte Prioritätensetzung im Landeskriminalamt ist nach meiner Überzeugung dringend notwendig gewesen. Natürlich
ist die Kritik, dass dann die anderen Aufgaben weniger intensiv bearbeitet werden, richtig. Aber die unmittelbare Bedrohung für die Bevölkerung geht im Moment von terroristischen Anschlägen aus. Und deshalb ist es dringend erforderlich, dort eine personelle Verstärkung vorzunehmen. Und deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen. Dann hat der Abgeordnete Buchholz die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Was entgegnet der Senat Polizeibeamten, die die Auflösung oder jetzt Versetzung der Ermittlungsgruppe als Sabotage ihrer Arbeit und als Kapitulation vor den Hütchenspielern werten, besonders perspektivisch auf die weitere Bekämpfung dieses Phänomens? Herr Senator Geisel. Na, ich entgegne den Kolleginnen und Kollegen, dass wir gerade deshalb die Polizei verstärken. Genau aus diesem Grund hat die Koalition übrigens gegen ihre Stimme 802 neue Personalstellen bei der Polizei für die nächsten 2 Jahre geschaffen. Genau aus diesem Grund bilden wir pro Jahr 1200 Polizistinnen und Polizisten ein, um diese Aufgaben wieder verstärkt in Zukunft wahrnehmen zu können. Gegenwärtig schätze ich die Bedrohungslage so ein, wie ich es im ersten Teil der Beantwortung der Frage dargelegt habe, und die Polizistinnen und Polizisten werden dann in Kenntnis dieser Tatsache meine Einschätzung teilen. Davon bin ich überzeugt. Dann hat für die letzte Nachfrage der Abgeordnete Woldeit das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Senator. Sie haben gerade übrigens im Rahmen Ihrer Ausführung die Auflösung der 7. Mordkommission noch mal angesprochen. Das war auch Bestandteil einer schriftlichen Anfrage. Sie haben ebenfalls darüber gesprochen, dass die Personaldefizite im Staatsschutz bzw. die personale Situation im Staatsschutz damit kompensiert werden soll. Können Sie gewährleisten, dass die besonderen Sicherheitsanforderungen, die an Beamte des Staatsschutzes gestellt werden, gewährleistet werden können durch Maßnahmen wie die Auflösung der GE Hütchenspieler und die Auflösung der 7. Mordkommission? Herr Senator Geisel. Also, geehrter Herr Abgeordneter Woldeit, ja. Damit ist die Fragestunde für heute beendet. Nun kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.1. Das ist die Priorität der AfD-Fraktion mit dem Tagesordnungspunkt 23. Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 18-0743, Gutachten zur Höhe der Pensionsverpflichtungen nach Standard staatlicher Doppik jährlich erstellen. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion und hier die Abgeordnete Dr. Brinker. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Alternative für Deutschland hat den Doppelhaushalt 2018-19 abgelehnt, weil dieser aus unserer Sicht nicht nachhaltig ist. Warum? Um die Nachhaltigkeit des Berliner Haushaltes zu bestimmen oder eine Generationenbilanz erstellen zu können, ist es notwendig, die Pensionsverpflichtungen des Landes Berlin zu kennen. Was heißt das? Pensionsverpflichtungen sind Versprechen, die das Land Berlin eingegangen ist, um seinen Beamten zukünftig Pensionen zahlen zu können. Bei den landeseigenen Beteiligungsunternehmen wie BVG, BSR, Wohnungsbaugesellschaften und so weiter ist das relativ einfach. Diese müssen nämlich ihre Pensionsverpflichtungen bilanziell ausweisen und wie jedes andere Unternehmen auch erfolgswirksame Rückstellungen dafür bilden. Die Rechnungslegung der öffentlich-rechtlichen Haushalte, wie zum Beispiel der Kernhaushalt des Landes Berlin, müssen das nicht. Der Staat hat sich also im Zuge der kameralistischen Wirtschaftsrechnung davon befreit, Auskunft über die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu geben. Entsprechend antwortete der Senat auf eine aktuelle Anfrage der AfD, Zitat: Konkrete Aussagen zur Höhe der theoretischen Pensionsrückstellungen sind derzeit nicht möglich. Zitat Ende. Renten- und Finanzexperten warnen seit vielen Jahren vor exorbitanten Pensionslasten, die auf Bund und Länder zurollen. So auch Professor Raffelhüschen, der sagt, dass die alten Bundesländer bald in Pensionslasten ertrinken werden. Das Thema ist also seit Jahren bekannt, doch der rot-rot-grüne Senat sah offensichtlich nicht die Notwendigkeit, bei den Beratungen des Doppelhaushaltes mit offenen Karten zu spielen. Der Senat gibt aktuell in einem Artikel der Berliner Morgenpost allerdings zu, dass eine alte, über 10 Jahre zurückliegende, überschlägige Berechnung von Rückstellungsverpflichtungen vorliegt, die von mindestens 40 Milliarden Euro ausgehe. Mindestens, da natürlich die Anzahl der Versorgungsempfänger stetig steigt. Wir alle wissen, eine Pensionierungswelle steht vor der Tür. Noch vor 20 Jahren gab es knapp 38.000 Versorgungsempfänger, vor 10 Jahren 47.000, heute sind es bereits 59.000. Die Pensionslasten steigen sukzessive an.
Parallel dazu werden voraussichtlich auch die Zinsen wieder ansteigen. Ein Teufelskreislauf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Senat stimmt der AfD in unserer Anfrage dahingehend zu, dass zur Berechnung der tatsächlichen Lasten ein versicherungsmathematisches Gutachten zu erstellen ist. Laut Senat sei die Beauftragung eines derartigen Gutachtens auch geplant. Das erscheint uns allerdings zu vage. Denn der Senat betont ebenfalls, dass das Land rechtlich nicht verpflichtet sei. Mit unserem vorliegenden Antrag soll das künftige Prozedere spezifiziert und verbindlich ausgestaltet werden. Die AfD fordert deshalb, der Senat möge jährlich zum 31.12. ein Gutachten zur Höhe der Pensionsverpflichtungen nach Standard staatlicher Doppik erstellen und dieses in die Vermögensrechnung integrieren. Meine Damen und Herren, Berlin steht vor gewaltigen Herausforderungen. Um das vom Senat ausgerufene und von uns grundsätzlich unterstützte Jahrzehnt der Investitionen bewerkstelligen zu können, ist es zwingend notwendig zu wissen, welchen Zahlungsverpflichtungen das Land Berlin insgesamt aus der Vergangenheit gegenübersteht. Die strukturellen Ausgaben werden enorm steigen, die Spielräume für notwendige Investitionen werden jedoch immer geringer. Überschlägig liegen wir jetzt schon bei ca. 100 Milliarden Euro, nämlich 59 Milliarden Euro offizielle Schulden plus mindestens 40 Milliarden Euro Pensionslasten. Da sind noch nicht einberechnet dauerhafte Flüchtlingskosten, die Beschaffung neuer S-Bahn-Züge, die ewigen Mehrausgaben beim BER und so weiter und so fort. Die Nachhaltigkeitslücke des Landes Berlin ist bislang ein Schuldbrief mit 7 Siegeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Berlin sollte die aktuell vorhandenen finanziellen Spielräume mit Bedacht einsetzen. Beim Doppelhaushalt 2018-19 ist es leider fürs Erste misslungen. Die Verteilung des 2 Milliarden Euro Überschusses des Jahres 2017 und die Bestückung des neuen Sivana-Extrahaushalts werden zu einem Lackmustest für die Haushaltsehrlichkeit des rot-rot-grünen Senats. Deshalb appellieren wir mit Nachdruck. Eine Haushaltsrechnung ohne Berücksichtigung der Pensionsverpflichtungen ist hochgradig unverantwortlich. Es wird Zeit, dass der Senat handelt und die Steuerzahler und zukünftige Generationen nicht im Unklaren lässt, welche enormen Lasten auf ihre Schultern abgewälzt werden. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Becker nun das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir scheint, Frau Kollegin Brinker, als wollten Sie mit Ihrer Initiative Unbehagen suggerieren, gar Ängste schüren und das Land Berlin vorführen, als sei es nicht in der Lage, die exakte Höhe der tatsächlichen Verpflichtung für die Pension seiner Beamtinnen und Beamten zu benennen und sich lediglich mit Schätzung zufrieden gibt. Das halte ich für eine unfaire Unterstellung, für Quatsch und vor allem entbehrt es jeglicher Fakten. Zur Richtigstellung des Sachverhaltes. Erstens müssen Sie es besser wissen, Frau Kollegin Brinker, denn wir hatten darüber im Hauptausschuss am 9. November gesprochen und das können Sie im Protokoll nachlesen, dass die Finanzverwaltung mit dem Thema längst befasst ist und versicherungsmathematische Berechnungen mithilfe einer neuen Software vornimmt, um die Höhe aktuell bestehender und künftig entstehender Pensionsverpflichtungen näher zu bestimmen. Im Hauptausschuss erfuhren wir auch, dass dieses Jahr 2018 mit ersten Zahlen zu rechnen ist und dass aktuell noch nicht gesagt werden kann, in welchem Tonus die Daten erhoben und aktualisiert werden können, da weitere Faktoren erheblich sind. Zweitens, auch das können Sie in den Protokollen aus dem Hauptausschuss nachlesen, besteht keine rechtliche Notwendigkeit, die bestehenden und künftig entstehenden Pensionsverpflichtungen in der Vermögensverrechnung nachzuweisen. Für den landesunmittelbaren Betrieb gilt das denn nicht. Eine exakte Bestimmung wäre nur dann zwingend vorgeschrieben, wenn die Rechnungslegung nach Handelsgesetzbuch zu erfolgen hätte, wonach alle Rückstellungen zu bilanzieren sind, die aufgrund von Direktzusagen für Pensionsanwartschaften und laufende Pensionen gebildet werden müssen. Das ist nicht der Fall. Nein, keine Zwischenfrage, auch keine spätere. Hierzu halte ich fest, dass Berlin sein kamerales Haushalts- und Rechnungswesen um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt hat. Das Ziel bei der Einführung der sogenannten erweiterten Kameralistik war es, Informationsdefizite der reinen Kameralistik zu kompensieren, ohne jedoch das Rechnungswesen komplett umgestalten zu müssen.
Diese Erweiterung zur Kameralistik einschließlich eines erweiterten Vermögensnachweises weist nicht nur ein hohes Maß an Transparenz auf, sondern liefert der Verwaltung ausreichende Zusatzinformationen, um Steuerentscheidungen fundiert treffen zu können. Ich denke, vor dem Hintergrund des finanziellen und personellen Mehraufwandes sowie der Erfahrungen anderer Länder wäre eine Umstellung des Rechnungswesens auf die DOPIG aufgrund des geringen Mehraufwandes an, Mehrwertes an Informationen nicht zu rechtfertigen. Klar ist, Pensionsverpflichtungen bestehen grundsätzlich und sind völlig unabhängig von der Art des Rechnungswesens. Lediglich die Rechnungsstile unterscheiden sich in der Pflicht, diese Verpflichtungen nachzuweisen. Die Standards staatlicher DOPIG, die Sie fordern, sind entsprechend für Beamtinnen und Beamten und andere nach Bundes- oder Landesrecht versorgungsberechtigten Personen Rückstellung für Pensionen, Beihilfen und ähnliche Verpflichtungen zu bilden. Das kamerale Rechnungswesen sieht eine derartige Verpflichtung zum Ausweis dieser zwar dem Grunde, aber hinsichtlich des Auszahlungszeitpunkts und der Höhe nach noch nicht bestimmten Lasten nicht vor. Drittens, im Übrigen kann die Einbeziehung der Pensionsverpflichtung in die Vermögensverrechnung logischerweise erst dann erfolgen, wenn eine genaue versicherungsmathematische Verrechnung vorgenommen wurde. Und ob die Güte des Ergebnisses dann signifikant anders aussehe, das steht auf einem anderen Blatt. Ihren Antrag halte ich für entbehrlich, da es weder rechtlich noch sachlich drängt, würde das aber dennoch einmal im Hauptausschuss gerne diskutieren und klarstellen und bitte daher um die Überweisung dahin. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat nun der Kollege Gorni das Wort. Hier hat jemand eine Brille vergessen. Frau Präsidentin, meine die liegt ja wahrscheinlich immer. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst mal, wenn wir so einen Antrag auf dem Tisch haben, darf man vielleicht mal darauf hinweisen, dass es hier Pensionsverpflichtung, Pensionslasten, es geht erstens darum, um die Bediensteten des Landes Berlins, die Beamtinnen und Beamten, und hier darf man sich vielleicht auch an dieser Stelle zum neuen Jahr auch erstmal bedanken für die Arbeit, die diese Damen und Herren für uns hier im Lande Berlin leisten. Und natürlich, wir haben Angestellte und wir haben Beamte im Land Berlin. Bei den Angestellten haben wir die Renten- und sozialversicherungsrechtlichen Leistungen gleich zu bezahlen, monatlich mit dem Gehalt. Und bei den Beamten ist es eben halt so, dass uns dieser Teil eben nach dem Ruhestand oder wenn die in den Ruhestand treten, eben halt als Zahlungsverpflichtung bleibt. So, nun kann man gucken, was ist am Ende des Tages mehr oder weniger. Aber jedenfalls ist es ja nicht so, dass wir diesen Teil der Pensionsverpflichtungen eben halt gar nicht betrachten. Es gibt eine regelmäßige Berichterstattung hier im Parlament und natürlich ist das auch in der Finanzplanung etwas, was uns seit Jahr und Tag, ja nicht erst seit diesem Senat, das muss man ja fairerweise auch sagen, hier begleitet. Und mir ist nicht ganz klar, was jetzt die tatsächliche Schlussfolgerung Ihres Antrags sein soll. Also ich weiß, Sie kommen immer wieder mit der Idee der DOPIG, so kann ich Ihnen auch sagen, die CDU-Fraktion wird dieser Idee nicht näher treten. Wir halten das nicht für eine wirklich hilfreiche und zielführende und uns irgendwie besser dastehen lassende Weg der Haushaltsführung. Und ansonsten, Sie haben so viel über die Gefahren für den Haushalt gesprochen, aber Ihr Antrag bewirkt ja gar nichts. Also da passiert ja dann gar nichts. Es geht ja im Kern darum, dass wir in Berlin erstens den öffentlichen Dienst so bezahlen, dass er konkurrenzfähig ist, dass wir zweitens dafür sorgen, dass wir hier, ich möchte jetzt keine Zwischenfrage zulassen, weil ich erstmal im Zusammenhang ausführen möchte, dass wir zweitens Nachwuchs gewinnen für den öffentlichen Dienst, dass wir die Infrastruktur dieser Stadt erneuern und dass wir die Schulden im Land Berlin abbauen. So, und da haben wir als CDU-Fraktion seit Jahr und Tag eine klare Linie. Wir sind der Auffassung, dass man die Beamtinnen und Beamten im Land Berlin bis zum Ende der Wahlperiode nach Bundesniveau besoldern sollte. Wir haben eine Reihe von Vorschlägen zur Qualitätsoffensive im öffentlichen Dienst gemacht. Und wir halten, und das ist der entscheidende Punkt, um auch künftige finanzielle Risiken abfedern zu können, ist für ganz entscheidend, dass wir weiter nennenswerte Beiträge leisten, um
den Schuldenstand des Landes Berlins zu reduzieren. Und wenn wir jetzt einen Haushaltsüberschuss von 2,1 Milliarden Euro attestiert bekommen von der Finanzverwaltung, dann ist das bemerkenswert und beeindruckend. Aber die spannende politische Frage ist, wie wird das Land Berlin, wie wird der Senat damit umgehen? Und die Diskussion werden wir noch führen. Und im Zusammenhang mit Haushaltsvorsorge, mit Schuldenabbau und den Schwerpunktsetzungen im Bereich Investition und Personal wird man dann auch die Frage diskutieren müssen, wie wir Haushaltsrisiken in diesen Bereichen in Zukunft abbilden. Das ist dann tatsächlich die Diskussion, wo man auf die Fragestellung Antwort geben muss. Ihr Antrag leistet dazu leider gar keinen Beitrag und deswegen lehnen wir ihn noch ab. Vielen Dank. Für die Linksfraktion hat jetzt der Kollege Zillig das Wort. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, meine beiden Vorredner und Vorrednerinnen haben ja schon einiges Richtiges zu diesem Antrag gesagt und zu dieser, politischen Initiative. Ich will deswegen nur noch ein paar Anmerkungen machen. Erstens, wir brauchen kein versicherungsmathematisches Gutachten und keine doppelte Betrachtung, um zu wissen, dass es in der Natur des Beamtentums liegt, dass Pensionslasten mit ihm entstehen. Deswegen hat dieser Senat schon vor einigen Jahren die richtige Entscheidung getroffen, Beamte einzustellen, nur noch in den Fällen, wo dies tatsächlich aus hoheitlichen Gründen geboten ist und ansonsten ein normales Arbeitsverhältnis zurückzukehren. Das ist auch finanzpolitisch eine sinnvolle Maßnahme. Dabei wollen wir bleiben. Zweitens. Es wird so dargestellt, als wäre sozusagen der Verzicht auf eine bilanzielle Betrachtung von Landesvermögen und Landeseinnahmen und Ausgaben oder der Verzicht auf eine doppelte Betrachtung, als wäre das irgendein Mangel. Ist aber nicht nur irgendein Mangel, sondern es ist auch sachlich begründet, weil es eben im Gegensatz zu einem Unternehmen nicht darauf ankommt, den Wert einer Gebietskörperschaft zu bestimmen. Das ist nicht erheblich. Deswegen kann man sich überlegen, ob man sowas einführt. Man kann es lassen. Es ist letztlich eine Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen. Und der Aufwand ist erheblich. Der Erkenntnisgewinn für unsere konkreten politischen Entscheidungen ist aber erheblich gering. Insofern werden wir auch diesem Ansinnen nicht näher treten. Denn was werden wir wissen aus einem solchen Gutachten? Wir werden wissen, wir haben erhebliche Pensionsverpflichtungen. 40 Milliarden wird genannt. Na gut, und wenn die Finanzverwaltung so ein Gutachten braucht, um eine Finanzplanung vernünftig aufstellen zu können, dann soll sie das auch tun. Da haben wir ja nichts dagegen. Aber man braucht es nicht als generelles Instrument, weil was ist die Folge davon? Ich glaube, keine der hier vertretenen Fraktionen würde irgendwie die politische Schlussfolgerung daraus ziehen, eine Rückstellung von 40 Milliarden zu bilden. Also würde ich gerne mal sehen, wer genau sozusagen so einen Antrag auf den Tisch legt. Also was wäre dann der politische Effekt? Ich meine Effekt, also wir haben es bei der AfD-Fraktion ja bisher schon gemerkt, es wurde mal gefordert, mehr Investitionen und mehr Tilgungen. Wir werden dann zukünftig hören, mehr Investitionen, mehr Tilgungen und mehr Rückstellungen. Das wird aber auch auf politische Entscheidungen keinen Einfluss nehmen. Nein, wir müssen natürlich die Pensionsverpflichtungen, und die lassen sich natürlich auch bestimmen, und die müssen bestimmt werden auf dem Konkretionsgrad einer Finanzplanung. Natürlich müssen wir die berücksichtigen, weil wir sie leisten müssen. Aber das reicht vollkommen aus in dieser Art und Weise, wie wir es machen. Eine Umstellung auf Doppik würde hier keinen großen Steuerungsgewinn ermöglichen. Wir müssen sowieso eine politische Abwägung treffen, und die muss jeder verantwortliche Haushaltsgesetzgeber dann auch tun. Danke. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat die Kollegin Meister jetzt das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin, ich glaube, dass sich in diesem Antrag zwei sehr unterschiedliche Dinge mischen. Natürlich ist es richtig so, dass wir genau über die Höhe der Pensionsrückstellungen Bescheid wissen müssen, weil es ein sehr, sehr hoher Berg ist, der da auf uns zurollt. Und weil dieser Berg immer größer wird. Das wissen wir alle. Das wissen wir alle aufgrund der demografischen Entwicklung, dass wenn die Generation der Babyboomer in Rente gehen wird, dieser Betrag noch weiter ansteigen.
Und natürlich ist es auch politisch gesehen eine spannende Diskussion, wie man mit der Frage Pensionen im Verhältnis zur gesetzlichen Rente durch die BFA umgeht. Und auch wir haben damals gesagt gehabt, dass eine weitere Verbeamtung bei Lehrern und Lehrerinnen in diesem Sinne nicht angemessen ist. Warum Sie allerdings dieses wirklich spannende Thema mit der Frage der Doppikmischen, das muss ich gestehen, verstehe ich an dieser Stelle überhaupt gar nicht. Also Doppik kann man ja mal diskutieren, hat man auch alles gemacht, ist auch schon ein bisschen was her, dass man über Doppik diskutiert hat. Ich hatte ja damals manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man die Hoffnung hatte, dass wenn man den Haushalt unter anderen Maßgaben aufstellt, man vielleicht mehr Geld zur Verfügung hat. Das ist ein Trugschluss. Das Geld bleibt am Ende des Tages immer gleich, ob Sie es kameral aufstellen oder in der Doppik. 59 Milliarden Schulden bleiben 59 Milliarden Schulden, ob ich das Kind so nenne oder anders nenne. Und das wirtschaftliche Handeln, das politische Handeln, die politische Verantwortung zu übernehmen für Fragen der zukünftigen Gestaltung, bleibt eben auch immer gleich, egal wie ich es anweise. Und wenn Sie sich mit Fragen der Doppik beschäftigen, müssten Sie auch wissen, wo die Probleme liegen, nämlich genau in der Bewertung von Vermögen, in der Bewertung zum Beispiel von Kunstschätzen und ähnlichen Dingen. Deswegen ist es eine Vermischung von Dingen, die einfach Quatsch sind miteinander. Insofern sind wir an diesem Punkt bei der CDU und lehnen diesen Antrag auch ab. Dankeschön. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat die Kollegin Schill-Hanneck jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. In der Tat, ich teile die Einschätzung auch meiner Vorrednerin, dass da Dinge miteinander vermischt werden, die herzlich wenig miteinander zu tun haben. Und der gesamte Antrag, der uns da vorliegt, zeigt dann, wenn man sich die Begründung anguckt, dass es der AfD offensichtlich wirklich weniger um die in der Tat relevante Frage, übrigens nicht nur der Pensionsrückstellung, sondern insgesamt der Versorgungsrückstellung. Wir reden ja nicht nur über Pensionen, sondern auch über Beihilfe und andere Unterstützung unserer Beamten und Beamtinnen. Die müssen wir ja auch berücksichtigen. Dass es denen da gar nicht drum geht, sondern vor allem um das finanzpolitische Lieblingsthema der Doppik hier an dieser Stelle dann in der Begründung auch aufgehängt am Agieren der EU-Kommission, die in der Tat derzeit in einem, intensiven Meinungsbildungsprozess ist, was und eigentlich gerne vereinheitlichte Rechnungslegungsgrundsätze für öffentliche Haushalte auf allen Ebenen durchsetzen möchte. Das klingt erstmal sehr schön. Die Frage ist aber, was soll damit erreicht werden? Und da kann ich nur sagen, ich teile da absolut, und ich glaube, die meisten hier auch im Haus teilen absolut die Einschätzung, dass wir in der Frage der Haushaltsführung und der Transparenz nicht unbedingt das Problem haben, dass die Vermögenswerte der öffentlichen Haushalte, der Länder, der Gemeinden falsch abgebildet werden würden und mögliche Risiken. Ich bin ganz beim Kollegen Zillig. Es geht nicht darum, festzustellen, wie viel das Land Berlin an und für sich vergleichbar zu einem großen Unternehmen wert ist. Wir sind keine Aktiengesellschaft oder Ähnliches, und das ist auch gut so. Worum es gehen müsste, wenn man sich der Frage sinnvoll nähert, ist ein weiterer Erkenntnisgewinn. Und genau da sind wir an dem Punkt, wo man aber sagen muss, wie von Ihnen vorgeschlagen, ein Wechsel zu einer Doppik mit Abgrenzung und Doppeljährlichkeit und Ähnliches bringt keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn in Bereichen, die wir brauchen. Wenn Sie sich mal die Stellungnahme des Bundesrechnungshofes angucken zum Vorhaben der EU-Kommission, dann stoßen einem da sofort zwei Dinge ins Auge. Das eine, die Feststellung, die ich absolut teile, dass wir im Rahmen der Europäischen Union, was die Haushaltsführung betrifft,
der einzelnen Staaten und ihrer Untergliederungen weniger ein Erkenntnis als eher ein Umsetzungsproblem haben, was Nachhaltigkeit und verantwortliche Finanzpolitik betrifft. Und ich glaube, da haben wir mit unserem Doppelhaushalt in dieser Koalition, in diesem Bundesland jetzt durchaus gezeigt, wie man das machen kann. Sinnvoll sowohl mittelfristig die Perspektive haben, als auch die jetzt akuten Fragen zu adressieren und dabei Fragen wie Investitionsrückstau, Sanierungen, aber zum Beispiel eben auch die Versorgungsrücklagen keineswegs aus dem Blick zu verlieren. Das ist eine ganz zentrale Frage, wie wir auch künftig sinnvoll wirtschaften wollen. Dafür haben wir uns ja auch als Koalition zum Beispiel im Rahmen... Bitte keine Zwischenfragen, danke Frau Präsidentin. Deswegen haben wir uns ja auch dafür entschieden, aus SIVA SIVANA zu machen. Mit einer Nachhaltigkeitsrücklage. Genau dafür ist das da. Und ich glaube, das ist beispielgebend, nicht Ihre komische fixe Idee von einer DOPIC, meine Damen und Herren. Die brauchen wir an der Stelle nicht. Wir haben, wie die Kollegin Becker ausgeführt hat, eine erweiterte Kameralistik. Und es ist nicht erkennbar, wie das, was Sie gerade anstreben und was die Senatsverwaltung im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens in dem Rahmen, in dem wir das brauchen, ohnehin längst betreibt, worin wir sie auch, glaube ich, alle unterstützen sollten, wie das eigentlich einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen sollte. Und es gibt einen zweiten Punkt übrigens in dieser Stellungnahme des Bundesrechnungshofes, auf den man mal hinweisen könnte. Die EU-Kommission hat sich sehr erheblich in der Ausarbeitung ihres Vorschlags, was sie da gerne so allgemein umsetzen würde, beraten lassen von großen Wirtschaftsprüfungskanzleien. Nun kann, glaube ich, niemand behaupten, dass bei einer Umstellung des öffentlichen Haushaltswesens auf eine doppische Rechnungslegung mit Überprüfung durch Wirtschaftsprüfer die großen international agierenden Wirtschaftsprüfungskanzleien irgendwie neutrale Akteure wären. Ich würde da doch deutlich davor warnen, auf den Zug aufzuspringen und in dieser Art und Weise unverantwortlich und keineswegs nachhaltig mit öffentlichen Mitteln umzugehen. Das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist in der Tat Klarheit darüber, wie hoch die Pensionsverpflichtungen sind. Alle 10 Jahre das mal zu berechnen, ist auch uns zu kurz. Wir sind ebenfalls der Ansicht, dass im Rahmen der erheblichen einfach auch völlig unerwartet hohen Haushaltsüberschüsse aus dem letzten Jahr, man offen darüber reden muss, ob wir eine einmalige weitere Zuführung da zum Beispiel machen können. Darüber kann man ja reden. Und ich bin auch voll und ganz dabei, dass man in das Loch BER nicht noch mal gutes Geld kippen muss. Aber das hat nichts mit Ihrer Forderung eines jährlichen Ausweises von Pensionsverpflichtungen, was ja auch nur die halbe Miete ist, wenn wir über die Versorgungsverpflichtungen gegenüber den Beamten und Beamtinnen dieses Landes geht, das nicht nur ein Versprechen ist, wie Sie das genannt haben, sondern eine verbindliche Verpflichtung der aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamtinnen. Und zu denen stehen wir. Und da braucht sich auch keiner irgendwelche Sorgen machen. Das ist abgesichert und wir werden weiterhin dafür sorgen, dass es abgesichert bleibt, meine Damen und Herren. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss empfohlen. Widerspruch hierzu höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.2. Das ist die Priorität der Fraktion der FDP mit dem Tagesordnungspunkt 20. Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 180738. Mehr Platz auf den Straßen durch Quartiersgaragen schaffen. In der Beratung beginnt die Fraktion der FDP und hier der Kollege Schmidt. Bitte sehr. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Stadt wächst und das ist auch gut so, aber das bedeutet natürlich, dass es auch mehr Verkehr und mehr Nutzungskonflikte um knappe Flächen gibt. Es ist aber nicht richtig, was oft